Guten Morgen nochmal. Mein Name ist Thomas Graf. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der Präsentation Workshop SDN NFV. Zu meiner Person kurz. Ich bin ein Linux-Enthusiast. Ich mache seit 10 Jahren Linux-Entwicklung. Mehrheitlich Kernel-Entwicklung. Neulich auch ein bisschen Richtung SDN. Da werden an mir fremde Sprachen wie Java benutzt, was nicht immer sehr lustig ist für mich. Ich muss halt einfach durch. Man muss halt manchmal auch mit neuen Technologien sich anfreunden. Ich bin seit 9 Jahren bei der Firma Red Hat unterwegs. Leider jetzt aber, ist meine letzte Woche bei Red Hat, werde noch leider wechseln. Oder leider, irgendwo ist auch noch ein bisschen Wehmut dabei. Aber ich werde eine neue Herausforderung angehen in diesem SDN-NFI-Bereich. Was ich heute möchte reden oder was ich heute möchte darüber berichten ist, was ist überhaupt SDN-NFI? Für was setzen wir das ein? Was ist der Grundgedanke dahinter? Warum ist Open Source so wichtig in diesem Bereich? Von meiner Ansicht her, von meiner Perspektive her, ist das der entscheidende, oder der entscheidende Aspekt im Ganzen, dass Open Source sich als Entwicklungsmodell durchsetzt. Wir werden Technologien, Projekte, die existierend anschauen und am Schluss auch noch eine kurze Demonstration machen. Das ist das, was in der letzten Session gewünscht wurde. Es ist wunderbar, was du da alles erzählt hast, aber wie sieht das überhaupt aus? Kann man das irgendwie überhaupt einsetzen? Ich werde es versuchen. Das Ganze ist ziemlich bleeding edge, darum ist eine Demo immer ein bisschen schwierig. Wir werden es miteinander probieren. Wir werden das Ganze ein bisschen aufbauen. Wir schauen, wo ist überhaupt die Problematik aktuell im Netzwerkbereich. Warum brauchen wir überhaupt eine Veränderung? Ich meine, never change a running system. Warum brauchen wir überhaupt irgendwie eine Veränderung? Was ist ein möglicher Ansatz? Da sehen wir bereits, dass die ursprüngliche Vision sich schon bereits ein bisschen verändert hat. Dass es bereits mehrere Ansätze gibt. Wir werden alle ein bisschen anschauen. Was ist genau jetzt der Unterschied zwischen SDN und NFV zum Beispiel? Da schauen wir, wo existiert bereits Code? Was ist Open Daylight? Was ist Open Stack? Die kennen das vielleicht schon ein bisschen. Und dann schauen wir noch ein bisschen voraus. Group-based Policy Abstraction. Jetzt haben wir all die Infrastruktur, ja, wie benutzen wir jetzt das überhaupt? Das ist so ein Aufbau. Problemstellung. Anscheinend sagt das ein Quote, aber in Star Trek. Allerdings ist es, glaube ich, nie gesagt worden. Aber ich glaube, alle haben das irgendwie im Kopf. Irgendwie, die Enterprise halt muss man angehen und irgendwie werden von allen Seiten angegriffen. Und sei glaube ich, Captain Kirk irgendwo oder der Scotty, viel mehr geht jetzt nicht mehr, oder? Und genau so schaue ich Netzwerke oder so wird das Netzwerk momentan angeschaut. Netzwerktechnologie ist vor 20, 30, 40 Jahren entwickelt worden und wir benutzen heute noch die gleiche Technologie. Wir benutzen heute noch Ethernet, wir benutzen heute noch Ping und Traceroute und Technologien wie da. In einem Umfeld, drin, wo überhaupt nicht mehr gleich aussieht. Wir sind heute im Rechenzentrum-Umfeld, zum Beispiel bei Amazon, bei Google, bei Facebook, mit 50'000, 100'000, 200'000 Computern, die alle in einem Layer 2 Segment funktionieren, skaliert einfach nicht mehr. Es ist einfach ein System, das in die Grenzen gekommen ist und wir brauchen etwas Neues. Und das ist auch der Hintergrund und Motivation für SDN. Wir schauen ein paar spezifische Painpoints an. Und einer ist ganz klar das ganze DevOps-Movement. Wir sehen auf der linken Seite einen Entwickler. Der Entwickler hat irgendeine Idee. Und wenn heute ein Entwickler eine Idee hat, dann macht er das meistens nicht auf einem System, sondern er braucht irgendwie ein Netzwerk. Das heisst, es ist irgendwie verteilte Software, hat irgendeine Datenbankrechner, Webserver, hat irgendwie verschiedene Clients, hat vielleicht sogar mehrere Webserver, die miteinander reden. Er hat etwas im Kopf und um das umzusetzen, muss er das Netzwerk ummodellieren. Beispielsweise muss es im Webserver erlauben, den Datenbankrechner zuzugreifen. Was macht er? Er macht ein Service-Ticket auf, weil das Ganze ist natürlich jetzt virtualisiert und so weiter. Er macht ein Service-Ticket auf und NetOps setzt das dann um. Schaut, dass die einzelnen Rechner im richtigen WLAN sind und so weiter und so fort. Das geht vielleicht einen Tag, vielleicht geht es 2 Tage, wenn er Pech hat, geht es 2 Wochen. In dieser Zeit muss er warten. In einer grösseren Firma, wo wir mehrere Entwicklungsteams haben, sind das normalerweise irgendwie ein paar Dutzend Leute, vielleicht 100 Leute, die das machen. Was machen die? Die hocken da und tun die Netzwerkgeräte manuell programmieren. Viele mit einem CLI gehen auf ihren Cisco-Switch und ändern da WLAN-Konfiguration. Sehr umständlich und gar lang. Und wenn man im Entwicklungs-
Teams hat, die talentiert sind und möchten arbeiten, dann möchten wir die nicht zwei Wochen brach liegen lassen, wenn sie eine entscheidende Idee haben. Neben dem, dass es lang geht, ist es auch fehleranfällig, weil sehr viel manuell noch passiert. Also es gibt Automatisierungsprozesse vorhanden, meistens sind die aber herstellerspezifisch. Das heisst, wenn ich irgendwie vom Hersteller X eine Lösung habe, funktioniert die wunderbar, ich muss meine Leute schulen. Dann habe ich noch Geräte vom Hersteller Y. Normalerweise könnten die nicht beide benutzen, aber wenn ich Glück habe, können sie beide benutzen, eventuell auch nicht. Das heisst, entweder muss ich alle Mitarbeiter auf alle meine Hersteller schulen, oder ich habe irgendwo wieder manuelle Prozesse und Wartezeiten. Sicher ein Punkt, wo viele Rechenzentrumbetriebe lösen, nämlich dass einfach nur von einem Hersteller Geräte kaufen. Aber dann haben wir den typischen Lock-in-Fall, dass der Hersteller das merkt, gibt vielleicht sogar noch einen schönen Rabatt, aber man ist nachher auch komplett abhängig von dem Hersteller. Man kann nicht mehr wechseln, weil man eingeschossen ist auf eine gewisse Technologie. Zweiter Punkt ist, das ist ganz interessant, traditionell sind Rechenzentren im Aufbau von Nord-Süd. Das heisst Nord-Süd, wir haben typischerweise auf der untersten Schicht haben wir Racks mit Blades oder was auch immer drin, oben drauf ein Top-of-the-Rack-Switch, wo all diese Blades miteinander verbindet. Und nachher haben wir zwei Schichten normalerweise, eventuell auch drei, wo schlussendlich das Ganze zentralisieren und zusammenfassen, konzentrieren, bis nachher ins Internet rausgeht. Und typischerweise sind auf den obersten zwei, drei Schichten sind teure Switches, wirklich sehr teure, 100'000, 200'000 oder bis zu 1 Million, wo so ein Switch kostet. Und der Traffic ist eigentlich typischerweise von diesen Blades oder vom Rechenzentrum aus ins Internet gegangen. Zwischen den einzelnen Blades oder zwischen den einzelnen virtuellen Maschinen im Rechenzentrum ist sehr wenig Traffic vorhanden. Beispielsweise ein Webserver, wo einfach, es kommen normale Requests rein, ein Webserver schickt Antworten raus. Das war früher gewesen. Das verändert sich. Ein typischer Anwendungsfall, wo die Veränderung bringt, ist MapReduce, ein Algorithmus, wo verteilt läuft. Der fordert, dass virtuelle Maschinen oder Rechenzentrenmaschinen miteinander kommunizieren. Und dann haben wir nicht nur Nord-Süd-Traffic, sondern auch Ost-West. Und existierende Netzwerke, weil natürlich das Pattern so war, dass es Nord-Süd-lastig war, hat man die Hardware auch entsprechend darauf ausgelegt und gekauft, dass eben der Nord-Süd-Traffic schön funktioniert. Ost-West war kein Problem, also hat man dort das minimal gehalten. Gartner sagt, dass in diesem Jahr, ich meine, den Bericht haben sie vor 2 Jahren rausgebracht, ich weiß nicht, ob es sich bewahrheitet hat, aber dass von ursprünglich 5% Ost-West-Traffic also auf 80% in diesem Jahr wird sich verändern. Das heisst, die Verteilung wird sich massiv verändern. Das setzt davon aus, dass man die Netzwerkarchitektur komplett überdenkt und umbaut. Heisst aber auch, man kann entweder einfach neue Geräte kaufen, kostet das einfach. Man bringt nicht unbedingt mehr Dienstleistungen, man hat einfach mehr Kosten. Das ist nicht unbedingt der optimalste Weg, weil man einfach mehr Kosten hat, ohne mehr Leistung. Was man möchte, ist, möchte die bestehende Netzwerkarchitektur, Netzwerkhardware effizienter nutzen. Der nächste Punkt ist dynamische Workloads. Was heisst das? Ganz früher haben wir mal noch Mail-Server und Web-Server gehabt, die haben noch einen Namen gehabt und so. Das ist jetzt definitiv Geschichte. Heute haben wir virtuelle Maschinen. Heute haben wir Mitarbeiter, die ihr das eigene iPhone mitbringen. Heute haben wir Live-Migration von virtuellen Maschinen. Wir haben vielleicht mehrere Rechenzentren, eins in Lausanne und eins in Bern. Virtuelle Maschinen werden, je nachdem wie sie benutzt werden, von einem Rechenzentrum ins nächste transferiert. Das benötigt, dass die Netzwerkarchitektur darunter die Dynamik auch erbringen muss. Ein Beispiel, wenn mein virtueller Mail-Server in einem gewissen WLAN hineinläuft, ist allen klar, was ein WLAN ist. Wenn ein Mail-Server und ein Web-Server in einem WLAN läuft, virtuell, und ich tue die virtuelle Maschine von Bern auf Lausanne überzügeln, dann muss die nachher in Lausanne auch wieder einem WLAN zugewiesen werden. Jetzt kann ich entweder manuell mein ganzes Netzwerk anpassen, dass die WLAN-Konfiguration in Bern und dann auch vorhanden ist. Das ist aber ein manueller Prozess. Das heisst, ich kann zwar meine Live-Migration von meiner VM automatisiert, aber die Netzwerkabhängigkeit, in dem Sinne, müsste ich immer noch manuell erfüllen. Und das ist sicher ein Punkt, wo nicht optimal ist und wo auch eine treibende Kraft ist hinter dem Ganzen. Der nächste Punkt ist Debugging. Haben wir System Engineer umeinander? Sehr gut.
Also, du kennst sicher Painpoint irgendwo in einem virtuellen Netzwerk Debugging betreiben. Das ist unglaublich aufwendig, teilweise sogar unmöglich. Es geht so weit, dass zum Beispiel Amazon angeht und anfängt, mathematische Algorithmen zu entwickeln, um herauszufinden, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, wo kann der Fehler sein, dass dann der System-Ingenieur an dem Punkt geht, wo anfängt zu schauen. Weil einfach das System so komplex und gross ist, dass man immer einfach kann, ich fange jetzt mal schauen und ich finde, ich kann das Problem schon ein bisschen eingrenzen. Und je mehr virtuelle Schichten, je mehr Virtualisierung wir haben, je grösser die Rechenzentren werden, desto schwieriger wird das. Da langen einfach Tools wie Ping und Traceroute und ein bisschen Packet Sampling und irgendwo noch ein bisschen Packet Capturing und so, langen einfach nicht mehr. Man könnte also auch die grosse Illusion mal wegnehmen, dass man irgendwie 40 Gigabit noch TCP-Dump laufen lassen. Das wird einfach nicht mehr funktionieren. Also wir haben dort irgendwo einfach, wir kommen da an Grenzen. Ja, ich meine, was macht man heute noch? Man gibt TCP-Dump ein und schaut, was passiert. Oder? Und schaut man sich vier Maschinen und die und schaut, wo was wie passiert. Es funktioniert aber an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr, weil es ist zu komplex, zu viel Volumen, zu schnell, zu dynamisch. Der nächste Punkt ist Kostendruck. Als Beispiel habe ich hier einfach die Preisreduktion von Google mal aufgelistet, wo die Amazon Cloud-Preise konkurrenziert. Und die sind einfach mal angegangen und sind einfach mal 30% mit den Preisen abgegangen. Ich meine, das ist jetzt schon bereits ein Umfeld, wo die Marge unglaublich tief ist. Wenn man da mit 30% Kostenreduktion will antreiben, dann muss man auch entsprechend Effizienzsteigerung auf der Infrastrukturseite machen. Und was ist ein Cloud Provider? Ein Cloud Provider kann möglichst effizient Infrastruktur nutzen. Und der ist natürlich interessiert an jeder Technologie, an jeder Motivation, die ihm es ermöglicht, effizienter seine Hardware zu benutzen. Und das ist sicher vermutlich die treibende Kraft in dem Ganzen. Wie kann ich Commodity-Hardware, also nicht spezialisierte Hardware, möglichst effizient nutzen? Und das ist schlussendlich neben dem DevOps-Gedanken, den wir ganz am Anfang angesprochen haben, sicher der Hauptfaktor hinter SDN-NFI. Wo es darum geht, möglichst, ich sage jetzt mal, es ist nicht billig, aber es geht schon, möglichst kosteneffiziente Hardware, möglichst effizient zu nutzen. Zuletzt noch meine Netzwerkdefinition. Was ist überhaupt ein Netzwerk? Ich möchte es möglichst simpel halten. Also das Netzwerk ist nichts anderes als eine Ansammlung von Endpoints. Ein Endpoint wäre irgendein Gerät, das irgendwie kommunizieren kann. Also irgendwie ein Gerät, das irgendeine Adresse hat, das etwas senden und empfangen kann. Und das Netzwerk ist zuständig, um Paket umeinander zu schicken. Und wie macht das Netzwerk? Es ist entscheidend, um sich in Erinnerung zu prüfen, dass der ursprüngliche Sender identifiziert, wo das Paket hingeht. Also das Netzwerk selber tut nicht umgestalten, tut die Empfängeradresse nicht von sich aus ändern. Es ist der ursprüngliche Adressat von einem Netzwerkpaket, der herausfindet, wohin muss es. Ich möchte zu dieser Adresse, das ist ganz wichtig. Also der Endpunkt steht bereits fest, wenn ein Netzwerkpaket gesendet wird. Klar kann das Netzwerk irgendwie NAT machen und die Adresse ändern. Aber schlussendlich ist das einfach nur eine transparente Modifikation. Das wird ja wieder rückgängig gemacht, weil der ursprüngliche Absender geht davon aus, dass die Antwort von der Adresse kommt, wo er sie hingeschickt hat. Das ist ganz entscheidend. Das Netzwerk hat ziemlich enge Richtlinien und kann nicht einfach sagen, ich tue jetzt mal das Prinzip über den Haufen rühren. Das geht nicht. Und der zweite elementare Punkt ist, dass jedes Switch, jedes Forwarding-Element, das kann ein Router, ein Switch, eine Firewall, irgendetwas sein, irgendein Gerät, das mehr als eine Netzwerkkarte hat, jedes Forwarding-Element kann von sich aus eine Entscheidung treffen, wohin geht das Paket weiter. Und in einem traditionellen Netzwerk ist es auch so, dass jedes Forwarding-Element eine neue Entscheidung trifft und nicht weiss, was das vorherige Forwarding-Element gemacht hat. Also als Beispiel, wenn man das anschaut, da, wenn jetzt zum Beispiel da noch ein Host wäre und das Paket darüber schickt, dann entscheidet der erste Switch, ich muss es weiterschicken, und der entscheidet auch eine eigene Tabelle und der schickt es da hoch. Der weiss nicht, warum das der entschieden hat. Und wenn es da hoch geht, weiss der auch nicht, warum das der entschieden hat. Jeder entscheidet aus seiner Sichtweise, aus seinem Kontext heraus. Das ist ganz entscheidend. Also die reden untereinander nicht. Alles, was die untereinander machen, ist, haben wir mehrere Links zueinander, haben wir irgendwo einen Loop, und wenn ein Loop ist, dann tun wir einfach einen Link disable. Das ist so ein bisschen die
die Logik, die ein Switch vereinfacht gesagt hat, aber viel mehr macht er nicht. Klassische Forwarding Device, ein klassischer Switch. Wenn wir unten anfangen, wir haben Hardware-Schicht, das wären Ports und irgendwie der Switching-Chip, das ist spezialisierte Hardware, die möglichst schnell irgendwie einen Buffer von einem Port auf einen anderen kann überkopieren. Dann haben wir das Forwarding Plane. Dort ist eine Tabelle, wo steht, welche MAC-Adresse ist in der welchem Port. Das heisst, wenn wir nochmal zurückgehen, zum Beispiel der Switch hier unten hat eine Tabelle, die dann weiss, dass wenn da Host A und B ist, dann weiss er, dass hinter dem Port Host A und B ist. Und wenn das Paket reinkommt, dann schaut er die MAC-Adresse an und sagt, ah, das geht zum A oder zum B, dann schickt er es da weiter. Ganz ziemlich trivial. Die zweite Schicht oben ist eigentlich das Control Plane. Und das Control Plane, das ist die Logik, die Software drin. Das wäre zum Beispiel Routing-Protokoll, wo untereinander austauscht, zum Beispiel im Internet, wo OSPF oder BGP verwendet wird. Wer ist zuständig für welches Subnet? Wo muss ich es weiterschicken? Dass wir nicht ein globales Learning mehr machen und irgendwo irgendwie ARP verschicken im ganzen Internet, haben wir ein Routing-Protokoll, wo sagt, irgendwo der grosse Switch, der zum Beispiel jetzt bei der Switch in Zürich steht, der ist zuständig für das Subnet von der Stadt Zürich und dann werden alle Pakete hingeschickt, vereinfacht gesagt. Also Routing-Protokoll ist im Control-Plane. Und oben drauf haben wir das Management-Interface. Und das Management-Interface, das könnte ein CLI sein, das könnte ein Web-UI sein, es könnte ein Protokoll sein, das irgendwie ein Remote-Management-Tool ermöglicht, was auch immer. Und jetzt ist ganz entscheidend, dass wenn wir einen Switch kaufen, dann sind all diese Elemente kaufen wir als eine Komponente. Wir kaufen eine Kartonschachtel, da ist ein Switch drin, da ist die Hardware drin, das Control-Plane ist eingebaut. Und oft ist auch noch ein CLI eingebaut, zum Beispiel mit Telnet oder so Sachen drauf einloggen. Oder wir haben entsprechend irgendwie ein Management-Interface, das auch mitkommt von dem Hersteller. Das heisst, es ist eine grosse Blackbox. Man kann nicht separat einen Switch kaufen. Und ich möchte aber das Control-Plane vom Hersteller Y. Und dann möchte ich gerne irgendwie ein Open-Source-Management-Tool. Es gibt ein bisschen etwas, aber es ist nicht so, dass es irgendwie koordiniert wäre und da offene Standards existieren überhaupt nicht. Wenn man von einem Standard redet, dann ist vielleicht SNMP das Maß aller Dinge. Und ich meine, allzu stark ist das jetzt auch nicht unbedingt. Wie können wir das Ganze lösen? Vielleicht mal noch eine Zwischenfrage. Ist die Problemstellung ein bisschen, ist dir klar? Keine Automatisierung, sehr spezialisierte Hardware, man hat relativ wenig Auswahl, was man wie will kaufen. Oft muss man sich auf einen Hersteller einschiessen. Ich glaube, in Kombination mit Virtualisierung fehlt einfach die Flexibilität und so weiter. Das ist so ein bisschen der Grund, der Druck, warum das SDN überhaupt, warum es auf die Idee gekommen ist, dass man in diesem Bereich etwas könnte machen. Was ist Software-Defined Networking? Software-Defined Networking, wenn man es ganz einfach in einem Satz will sagen, ist, das Control-Plane, das wir vorher gesehen haben, das in jedem Switch drin ist, das möchten wir zentralisieren. Das heisst, anstatt dass das jeder Switch von sich aus macht, möchte man das im ganzen Netzwerk sogenannt logisch zentralisieren. Was heisst logisch zentralisieren? Logisch zentralisieren heisst, es ist von der Architektur her ist es zentralisiert und gibt es eine Einheit, die im Netzwerk fungiert. Physisch können immer noch mehrere existieren, weil man sie ja möchte gerne verteilen, dass wir Hochverfügbarkeit haben. Aber vom Konzept her ist es logisch zentralisiert. Das heisst, es gibt einen Controller oder eine Controller-Instanz, wo das Netzwerk als Ganzes anschaut und Entscheidungen, wo muss was hin, können von einer zentralisierten Einheit gemacht werden. Wenn ich sage können, das heisst, der Controller hat die Autorität. Das heisst nicht, dass jedes Paket zum Controller muss. Der Controller kann delegieren und sagen, Switch, du musst jetzt einfach das und das machen. Aber die Autorität, Entscheidungskraft liegt beim Controller. Das ist der Grundgedanke von SDN. Das heisst, wir möchten gerne unabhängige Control Planes als Software, darum heisst Software Defined, als Software ermöglichen, dass eine Instanz Sicht, man redet von einer globalen Sicht, eine globale Sicht über das ganze Netzwerk hat. Wir sehen das ein bisschen visuell dargestellt. Auf der linken Seite haben wir
vier Switches oder vier Forwarding-Elemente. Ich habe es probiert darzustellen, dass es ja Diversifizierung gibt. Wir haben einerseits zum Beispiel zwei Switches, die haben bereits eine Remote-Management-Möglichkeit irgendwie, dass sie irgendwie ein Tool haben vom Hersteller, das bereits ermöglicht, dass man mehrere Switches konfigurieren kann. Dann haben wir vielleicht noch einen Switch, der einfach eine lokale Konsole hat, wo man sich irgendwie mit Telnet einloggen kann. Oder vielleicht sogar noch ein serielles Kabel hängen, was auch immer. Und dann haben wir einen Switch, der kann zum Beispiel einfach SNMP. Das heisst, wir haben hier drei verschiedene Interfaces, wo man die Switches konfigurieren kann. Und im SDN-Umfeld hätten wir vier Switches und alles, was die sind, das sind nur noch Data Planes. Das heisst, es sind einfach nur noch Geräte, können auch Software sein, das muss nicht Hardware sein, es kann auch Software sein, die einfach nur noch Forwarding betreiben kann. Und die Logik, wo was hinkommt, wird durch einen zentralisierten Controller gesteuert. Und auf dem Controller oben drauf sind dann sogenannte Applikationen. Das könnte zum Beispiel sein, ein Management Interface, das kann zum Beispiel ein SNMP, das SNMP Interface sein. Das, was heisst, als Beispiel, man sieht gerade, was für eine Technologie dahinter steht, wenn ich zum Beispiel eine SNMP Applikation habe, auf dem Controller oben läuft, dann alle Geräte, die vom Controller unterstützt werden, haben automatisch auch ein SNMP-Interface. Oder ich kann zum Beispiel vom Hersteller das Management-Interface einkaufen. Der Hersteller, der muss nicht wissen, was ich für Switches habe und welche unterstützt sind und welche nicht. Alles, was er muss haben, er muss eine Sprache haben, wie er zu diesen Switches reden kann. Und dann kann ich alle meine Switches konfigurieren. Ich kann zum Beispiel ein IDS-System haben. Ein IDS-System hat sehr wohl das Interesse, zum Beispiel das Netzwerk als Ganzes gesehen. Was passiert wo? Ein IDS-System ist oft zentralisiert irgendwo oder punktuell installiert. Das heisst, es hat irgendwo die Sicht in einem Punkt. Eine verteilte Attacke auf das Netzwerk ist sehr schwierig zu erkennen, wenn ich einfach irgendwo nur einzelne Punkte habe. Wenn ich das Netzwerk als Ganzes sehe, dann erkenne ich auch Angriffe, die zum Beispiel eben nicht nur auf einen Host zielen, sondern auf das ganze Netzwerk. Das sind die Möglichkeiten, die ein zentralisierter Controller bietet. Und James Hamilton hat das schön gesagt, er ist ein VP von Amazon Web Services. We've taken over the network. Und warum hat er das gesagt? Ursprünglich hat er in einer Keynote vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, ihr Netzwerk sei unglaublich unterskaliert. Wenn sie die theoretische Netzwerk-Maximalrate, wo jeder einzelne Rechner in ihrem Rechenzentrum würden hochrechnen, dann kann nur einer von 10 den Maximalrate senden. Das heisst, ihr Netzwerk ist um einen Faktor 10 zu klein, als dass alle Rechner mit maximaler Kapazität das Netzwerk benutzen könnten. Das ist einfach, weil es teuer ist und ineffizient ist, ist das, der Spardruck im Netzwerkbereich so gewaltig gewesen, dass man das einfach nur auf minimal gehalten hat. Was gerade notwendig war. Und das ist sogar günstiger gewesen, um die Software zu optimieren und irgendwelche Kompressionen durchzuführen, anstatt das Netzwerk entsprechend gut zu skalieren. Und Amazon ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Ganzen. Was für mich wirklich entscheidend ist, mich interessiert der Herstellergedanke. Ich bin auch für offene Standards, für offene Protokolle. Das ist meine Passion. Was für mich wirklich entscheidend ist, ist, dass eine Transformation stattfindet von Closed Source in Open Source. Das war überhaupt nicht gewollt ursprünglich. Das war einfach so ein Beiläufer. Warum findet das statt? Also einerseits, SDN, oder ein Grundgedanke von SDN ist, dass die Sprache, die schauen wir noch an, die Sprache heisst OpenFlow, das ist sozusagen die universelle Sprache, wo alle Geräte miteinander reden können. Das war bereits schon entschieden und ein entscheidender Punkt war, dass das ein offener Standard ist, wo nicht einfach nur drei Hersteller dahinter sind und da kann man sich einkaufen oder irgend so etwas, sondern es ist ein komplett offener Standard, wo man einfach frei nutzen kann und wo das offenes Gremium die nächste Version jeweils veröffentlicht. Und hinter dem will ein offener Standard ermöglicht auch die Entwicklung von Open-Source-Software. Und was wir jetzt sehen, dass das Open-Source-Entwicklungsmodell agiler ist und schnellere Innovationen ermöglicht, als es ein einzelner Hersteller angebracht hat. Es ist nicht so, dass es nur Open-Source-Lösungen gibt in diesem Bereich. Die meisten grossen Hersteller schaffen irgendwo ihre eigene Lösung. Fakt ist einfach, dass wenn man den Markt anschaut und wo die Interessen vertreten sind, dann ist
eine unglaubliche Bewegung Richtung Open Source zu erkennen, sogar von sehr traditionell, sehr geschlossenen Herstellern. Das ist das, was für mich sehr interessant ist, was ich als irgendwo wegbereitend sehe. Vieles, was wir gesehen haben mit Linux vor 10 Jahren, oder vor den letzten 5 bis 10 Jahren, von geschlossenen Mainframe-Technologie hin zu einem kompletten Open-Source-Operating-System, wo mittlerweile auf jeden zweiten Nutzer läuft. Etwas sehr Ähnliches sehen wir jetzt im Anfangsstadium im Netzwerkbereich. Die zweite entscheidende Transformation ist, dass Network Engineers, die irgendwo geschult worden sind, um CLIs zu benutzen und irgendwelche Management-Interfaces zu benutzen, die irgendwie zertifiziert sind, die werden vom Ingenieur transformiert zum Entwickler. Wenn man einen zentralisierten Controller hat, dann klar hat er noch das Management-Interface. Aber was er vor allem bietet, sind APIs, wo Applikationen direkt mit dem Netzwerk können kommunizieren. Und wir werden in Zukunft weniger Scripts sehen, wo irgendwelche CLIs benutzen. Wir werden weniger auch irgendwelche Dokumentationen sehen, wie man im Webinterface das und das ändert. Wir werden mehr Automatisierung sehen mit Python, Java, was auch immer. Und der Grund für das ist ziemlich einfach. Am Anfang haben wir gesehen, DevOps, sehr manuell, fehleranfällig, sehr zeitaufwendig. Das Ziel, das wir hier wollen, ist Automatisierung, und Automatisierung funktioniert durch Programmierung. Der dritte Punkt, das ist eigentlich auch noch ein sehr interessanter, die Entwicklung ist nicht mehr nur Hersteller getrieben. Es sind Communities, die sich gebildet haben. Das heisst, es ist auch Kunden getrieben. Und das ist extrem interessant, weil man nicht einfach einer der grossen 5 muss sein, dass man mitwirken kann. Man kann als Startup, man kann als KMU, man kann als Nischenplayer irgendwo sich mit einbinden. Wenn man das Gehör findet in einer grösseren Umgebung, dann kann man mitwirken und mitgestalten. Und eine Kollektion von kleinen Playern ist effektiver als ein grosser Hersteller. Das haben die letzten 2-3 Jahre SDN-Entwicklung gezeigt. Es sind vor allem die Projekte, die es geschafft haben, zu motivieren und zum ein offenes Umfeld zu schaffen, sind die erfolgreich sind momentan. Wir werden, wie gesagt, Transformation CLI Richtung APIs sehen. Und wir werden, das ist der letzte Punkt, eine Transformation von Netzwerkapplikationen. Eine Netzwerkapplikation, das kann zum Beispiel eine Hardware-Firewall sein, das kann irgendwie ein IDS sein, das kann ein Hardware-Local-Entry sein. Irgendwelche Network-Compliances, die man bisher gekauft hat, die in Hardware gestaltet worden sind, die werden in Zukunft noch vermehrt als virtuelle Funktionen betrieben. Ist jemand von euch Hersteller oder schafft irgendwie im Bereich Network Appliances, Firewall, was auch immer? Ja. Ihr schafft sicher bereits schon mit virtuellen Netzwerkfunktionen, irgendwie, wo man eine Firewall als VM kann laufen lassen oder eine Software laufen lassen irgendwie in dieser Form. Oder? Ja. Das wird vermehrt kommen. Der Grund ist ganz klar, es ist flexibler, man kann es automatisieren. Wenn ich ein Netzwerk, wenn ich eine Hardware-Firewall muss installieren, muss ich jemanden vor Ort anschicken, muss anfahren, muss das irgendwo einstöpseln und dann funktioniert es. Wenn ich das als VM irgendwo virtuell kann starten und laufen lassen, kann ich das innerhalb von Minuten deployen. Und ich kann es auch irgendwo in der Wüste von Nevada deployen, ohne dass irgendeiner muss rausfahren muss. In der Schweiz ist das vielleicht weniger das Problem. Für mich ist das so ein bisschen die natürliche Evolution, das zeigt das Bild unten. Der logische Schritt, vor allem wenn wir die Mainframe-Technologie, Mainframe-Entwicklung angeschaut haben vor 10, 15 Jahren, dann passiert jetzt das im Netzwerkbereich. Was ich jetzt da nicht so deutlich hervorgehoben habe, ist auch, dass auf der Hardware-Seite, von der Switch-Hardware-Seite, genau die gleiche Transformation auch stattfindet. Also die wohlbekannten grossen Hersteller von grossen Hardware-Switches kommen langsam Angst über, weil die traditionellen Commodity-Hardware-Hersteller, zum Beispiel Intel, AMD, können an und finden, wir sind extrem stark in möglichst billig oder möglichst kosteneffizient Silicon, also irgendwelches Hardware zu produzieren. Wir müssen einfach das Volumen, das entsprechende Volumen haben. Das könnt ihr im Netzwerkbereich eigentlich auch machen. Finden wir einen Partner, der uns
Software schreibt, wenn wir euch möglichst kostengünstig die Hardware herangeben, die einfach so ein bisschen Grundfunktionen kann, finden wir jemanden, der die ganze Logik in Software schreibt, das, was die teuren Switch-Hersteller mit Firmware und irgendwelchen spezialisierten Geräten zur Verfügung stellen, finden wir jemanden. Und sie haben jemanden gefunden, sie finden eine grosse Open-Source-Community, die das entsprechend macht. Und voilà, wir haben genau gleiche Entwicklung wie vor 15 Jahren. Mainframe zu Linux haben wir jetzt im Anfangsstadion im Netzwerkbereich. So, das Phänomen oder die Entwicklung ist eigentlich unter Whitebox Networking bekannt, wenn ihr euch da möchtet verstärkt einlesen. Ja, wie gesagt, Open Source Defines SDN. Das ist eine Kollektion von Projekten, die in diesem Bereich bereits existieren. Eins ist ganz klar Linux. Linux ist eine treibende Kraft. Einerseits ist es das Rollenmodell Open Source Entwicklung. Man sieht, wie erfolgreich das ist. Man sieht, wie innovationsfähig das Modell ist. Und man sieht auch, dass es eventuell das letzte Betriebssystem, das je entwickelt wurde. Man weiß es nicht, aber es könnte durchaus sein. Man sieht momentan nicht danach, dass es nochmal jemand kommt und ein Betriebssystem von Grund auf neu entwickelt. Sicher die Basis für vieles. Dann haben wir OpenFlow. OpenFlow ist die universelle Sprache, dass alle Netzwerkgeräte miteinander reden können. Das ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner, den man gefunden hat. Dann haben wir hier OpenStack. Wer kennt alles schon OpenStack und hat davon gehört? OpenStack ist ein Cloud-Orchestrierungssystem, kurz gesagt. Es ermöglicht das Management von VMs und virtuellen Maschinen. Und der Unterschied oder die Neuheit, wenn man so will, von OpenStack ist, dass es folgt dem Prinzip, dass eine einzelne VM eigentlich keinen Namen mehr hat. Wir kennen virtuelle Maschinen-Management-Software, die die Übersicht gesehen, ich habe irgendwie 100 virtuelle Maschinen, dann kann ich auf eine anklicken und dann kann ich nicht irgendwelche Parameter ändern. Das ist schön, wenn man ein paar hundert VMs hat. Bei ein paar Tausend geht es vielleicht irgendwie noch knapp, aber bei ein paar Zehntausend wird es nicht mehr funktionieren. Vor allem, wenn dann irgendwie verschiedene Business-Units das alles brauchen und hin und her. Dann geht das nicht mehr, dann braucht man einen Automatisierungsgrad, wo manuell nicht mehr zu bewältigen ist. Und dann kommt ein Cloud-Orchestrierungssystem wie OpenStack ins Spiel, das ermöglicht, oder das Framework ist, dass wir auf der unteren Schicht Hardware haben, sogenannte Compute Nodes, Network Nodes, Storage Nodes, die bieten einfach die Fähigkeit und die Ressourcen, um eine Applikation laufen zu lassen, Netzwerkbetriebe und Storage, also etwas speichern. Und auf der oberen Seite haben wir Applikationen, Workloads, und die Workloads die sind skalierbar, das heisst, die können verteilt laufen auf mehrere virtuelle Maschinen. Und das OpenStack zwischen denen ermöglicht, dass je nach Bedarf entsprechend genügend virtuelle Maschinen automatisch gestartet werden, automatisiert werden, dass virtuelle Netzwerke automatisch kreiert werden, dass ich zum Beispiel mehrere Business Units oder mehrere Kunden in meinem eigenen Rechenzentrum oder im öffentlichen Rechenzentrum parallel betreiben kann. Das ist OpenStack. Dann haben wir OVERT. OVERT ist etwas Ähnliches wie OpenStack, aber repräsentiert noch den alten Gedanken, dass jede virtuelle Maschine einen Namen hat. Dann haben wir Open vSwitch. Open vSwitch ist ein virtueller Software-Switch. Das heisst, ein Ethernet-Switch in Software geschrieben. Wenn ich einen Hypervisor habe und ich habe mehrere virtuelle Maschinen, dann braucht der Hypervisor zwingendermaßen einen virtuellen Switch. Weil ich habe irgendwo Pakete, die vom Netzwerk hineinkommen, und irgendwer muss diese Pakete verteilen und entscheiden, ah, das Paket geht bei die virtuelle Maschine 1 und das geht das 2 und so weiter und so fort. Die eine Möglichkeit ist, dass das Netzwerkkarten kann übernehmen, dass es gewisse Karten können. Das ist das Konzept, das nennt sich SRIOV. Das ist nichts anderes als ein kleiner Switch, der eingebaut ist auf die Netzwerkkarte, und den kann ich konfigurieren. Und dann erstelle ich sogenannte virtuelle Funktionen. Virtuelle Funktion ist dann einfach eine Softwarekopie, eine kleine Kopie von meiner Netzwerkkarte, und die kann ich zufügen oder zuordnen der virtuellen Maschine, und dann kann die virtuelle Maschine direkt auf die Netzwerkkarte zugreifen. Die andere Möglichkeit ist ein virtueller Software-Switch. Das bietet die Möglichkeit, flexibler zu sein, man ist agiler. Wenn ich Hardware benutze, dann bin ich am Hardware-Zyklus gebunden. Das heisst,
vielleicht alle zwei Jahre kommt eine neue Iteration Hardware raus, vielleicht kommt noch ein Firmware-Upgrade, aber in der Zwischenzeit bin ich gebunden an die Funktionalität, die okay ist. In Software ist logischerweise, kann ich die Software updaten, ich bin sehr, sehr agil. Open Research ist wichtig geworden, weil SDN, wo der SDN-Gedanke gekommen ist, ist ein Umfeld, das sich sehr stark verändert und schnell verändert. Das ist Software einfach bietet die Agilität, die notwendig ist, dass man es überhaupt kann gross entwickeln kann. Dann haben wir Open Daylight. Open Daylight ist, ich rede dann noch ein bisschen detaillierter über das, Open Daylight ist ein Projektframework, das den Controller repräsentiert. Also wenn wir zum ersten Slide zurückdenken, wo wir einen zentralisierten Controller haben, Open Daylight ist das Open Source Projekt, das das Ziel hat, also einen Controller in Form von mehreren Projekten, die dann zusammen ein Produkt gibt, zu bieten. Dann haben wir Project Floodlight, das ist auch ein Controller. In der Anfangsphase hat es mehrere Controller gegeben und OpenDaylight hat sich dann für eine existierende Komponente entschieden. Floodlight war es nicht, es war ein Cisco Controller und darum gibt es das Projekt noch sozusagen separat. Das haben wir noch nicht. Apache Cloud Stack ist sehr ähnlich wie OpenStack, einfach konkurrenzierend oder ein alternatives Projekt. OpenStack ist sicher das Cloud-Orchestrierungssystem, das am meisten Hype in der Presse hat, in den Medien hat, wo am meisten Hersteller hat, die dahinter stehen und sich engagieren. Also vielleicht gesehen, HP hat gerade letzte Woche angekündigt, dass 1 Milliarde investiert OpenStack und OpenDaylight zu einem grösseren Umfeld. Also es ist brutal viel Interesse umeinander und sehr viel Momentum und sehr viele Entwicklungsressourcen, die da reinfließen. Sicher vergleichbar mit der Linux-Entwicklung vor 10 Jahren, wo das angefangen hat. Das ist sehr ähnlich so vom Vibe und wenn man das so ein bisschen auffasst. Was bietet SDN, wenn wir es mal von einer anderen Perspektive schauen? Jetzt haben wir so ein bisschen die logische Aufbau gesehen, aus was ist SDN entstanden. Wenn man das jetzt möchte, einfach verkaufen, ohne dass man es versteht, was bietet SDN? Das ist so ein Marketing-Slide, oder? Einfach, dass man sich jemandem will verkaufen, ohne dass man eine halbe Stunde reden muss. Es ist hochautomatisiert. Das heisst, es ermöglicht Hochautomatisierbarkeit. Es ermöglicht Provisioning dynamisch. Das heisst, ich kann ein virtuelles Netzwerk dynamisch erstellen und zuordnen innerhalb von Sekunden oder Minuten. Es ermöglicht Innovation. Wenn ich sage Innovation, es ist ein Grundgedanke, eine Vision, wo Vision ermöglicht. Das ist, es ändert die Sichtweise, wie man das Netzwerk anschaut. Und wenn man die Sichtweise ändert, wenn man von einem Ecke in den anderen schaut, dann sehe ich plötzlich, dass es ganz viele Lücken hat und ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt ganz viele kleine Start-up-Firmen, die das entsprechend sehen und Innovation betreiben. Und es gibt immer noch ganz, ganz viele Lücken, die man füllen kann. Und wenn man wieder in eine Richtung zwei Schritte macht, dann macht sich wieder ein komplett neues Feld auf. Und ein so ein neues Feld schauen wir dann ganz am Schluss noch an mit Policy Abstraction. Und es ist schon interessant, wenn man in einem innovativen Umfeld will tätig sein will. SDN bietet wieder einmal, wie es bei der IT alle paar Jahre passiert, so eine Möglichkeit, dass man Innovation betreiben kann. Es virtualisiert das Netzwerk. Das heisst, wenn ich eine universelle Sprache habe, um mein Netzwerk adressieren, mit dem reden, das zu konfigurieren, dann ermöglicht mir das, dass ich mein Netzwerk komplett virtualisieren kann. Ich kann mich komplett trennen von der physischen Grundvoraussetzung des Netzwerks. Vielleicht ein Beispiel, das verdeutlicht. Ich habe zum Beispiel einen Workload, der läuft in meinem eigenen Rechenzentrum. Und ich habe 50 Switches, 20 Plates, was auch immer. Und ich möchte jetzt den Workload transferieren, dass der bei Amazon oder bei Google läuft. Traditionell hätte ich dann Rücksicht nehmen auf die Netzwerkinfrastruktur
wo bei Google existiert und wo bei Amazon existiert. Das mache ich vielleicht noch, wenn ich es das erste Mal mache. Dann bin ich vielleicht noch willig, das zu machen. Wenn ich aber dann möchte von Google zu Facebook oder von Google zu Amazon wechseln, weil es einfach günstiger ist, dann möchte ich das nicht mehr machen müssen. Dann möchte ich, dass das einfach funktioniert, dass ich mich nicht ums Netzwerk muss kümmern. Was jetzt genau für einen Switch bei Google steht und was jetzt genau für einen Switch bei Amazon steht, das ist nicht in meinem Interesse als Benutzer von einer Cloud. Es ist auch, ich tue auch meinen Workload, es existiert ein Login für meinen Workload, weil klar ist vielleicht ein anderer Cloud-Provider günstiger. Aber durch das, dass ich meinen Workload verändern muss, habe ich mehr Kosten, die das schlussendlich wieder teurer macht. Das heisst, ich habe ein Interesse, dass ich mich entkoppeln von der Netzwerkabhängigkeit. Wenn ich eine universelle Sprache habe, wo ich zu diesen Netzwerkgeräten kann reden, dann brauche ich einfach nur die Controllerschicht zwischen denen, wo das Netzwerk für mich konfiguriert. Und alles, was ich machen muss, ist dem Controller sagen, was ich vom Netzwerk brauche, und der Controller übernimmt das. Das ist das virtuelle Netzwerk. Ich tue meine Bedürfnisse anmelden im Controller und der Controller setzt das um. Und der Controller stört sich nicht daran, welches Switch-Typ jetzt genau läuft und ob es jetzt irgendwo ein Rechenzentrum in Australien oder in Nevada oder in der Schweiz ist. Das wird transparent umgesetzt. Und das ist entscheidend. Das ist ein virtualisiertes Netzwerk. Es ist genauso wie eine virtuelle Maschine die Hardware abstrahiert. Abstrahiert SDN und der Controller das Netzwerk und ermöglicht unabhängig meinen Workload dort zu laufen lassen, was für mich am kosteneffizientesten ist. Es macht das Netzwerk programmierbar. Das ist offensichtlich. Wenn wir eine universelle Sprache haben und ein einheitliches API, kann ich mein Netzwerk programmieren. Und es erlaubt oder es ermöglicht sogenannte Overlays. Ein Overlay ist nichts anderes als ein Netzwerk, das virtuell auf einem physischen Netzwerk oder auf einem anderen Netzwerk oben drauf läuft. Warum sagt man Overlay? Weil es eben on top, over, oben drauf ist. Die Implementation, wie das funktioniert, jetzt haben wir vielleicht SDN gesehen, in einem einzelnen Rechenzentrum funktioniert das. Was ist denn aber, wenn ich jetzt ein virtuelles Netzwerk mache, das über mehrere Rechenzentren funktioniert? Dann hätten wir automatisch wieder irgendwie eine gewisse Logik, die muss vorhanden sein, die weiss, ich habe drei Rechenzentren, wo steht was und so weiter. Oder ich müsste einfach meinen ganzen Traffic über irgendwie, also entweder müsste ich irgendwie ein Glasfaserkabel zwischen meinen Rechenzentren legen oder ich müsste das Internet benutzen. Beides vermutlich nicht der effizienteste Weg, darum gibt es sogenannte Overlays. Und ein Overlay ist nichts anderes als ein Tunnel. Ein Tunnel, da redet man von Encapsulation Protocol. Das sind Protokolle, die ermöglichen, dass man ein Paket einpackt, über das Internet schickt oder über ein anderes Netzwerk schickt und wieder entpackt. Das heisst, ich kann beliebige Kollektionen von Endpunkten nehmen, die als Insel betrachten und die Insel miteinander mit Tunnel verbinden. Und die Endpunkte zusammen oder die Insel zusammen geben dann ein virtuelles Netzwerk. Das haben Beispiel anschauen. Ich habe zum Beispiel vielleicht drei virtuelle Maschinen laufen bei Amazon, drei bei Google und irgendwie sechs in Bern und im eigenen Rechenzentrum und zwei noch in Zürich. Die möchten alle gerne miteinander kommunizieren. Ich kann Tunnel zwischen all denen kreieren und die sind automatisch alle im gleichen virtuellen Netzwerk. Die können sogar eine einheitliche Ethernet Collision Domain gründen. Das heisst, die können ARP zwischen denen schicken. Und die virtuelle Maschine, die stört sich dann nicht, ob sie jetzt mit einer virtuellen Maschine, die im gleichen Rechenzentrum steht, redet, oder ob die zweite virtuelle Maschine irgendwo in einem anderen Rechenzentrum ist. Also, wir haben Abstraktion, wir haben Virtualisierung, einerseits im Rechenzentrum und sogar Rechenzentrum übergreifend oder netzwerkübergreifend. Das heisst, es ist das Ziel oder Promise, wir sind noch nicht ganz dort, es gibt sehr gute Ansätze und es funktioniert schon, aber der Grundgedanke oder das Endziel ist ganz klar, dass man komplette Unabhängigkeit erreicht. Ich glaube, wir können mal eine Pause machen. Machen wir dann nachher mit OpenFlow weiter. Gut. Ich hoffe, es sind alle wieder erholt. Wie ist es vom Tempo her? Ist es zu schnell, ist es zu langsam, ist es okay? Ich könnte mich auch gerne jederzeit unterbrechen, wenn ihr irgendwie findet, da würde mich etwas irgendwo punktuell interessieren oder etwas ist jetzt nicht ganz klar gewesen.
Es ist ziemlich viel Material, ziemlich breit, wo wir eine ziemlich schnelle Zeit durchgehen. Der nächste Punkt, den wir anschauen, ist OpenFlow. OpenFlow ist lange Zeit als oder die Gleichung SDN gleich OpenFlow ist lange Zeit so ein bisschen als wahr angenommen worden, ist aber nicht unbedingt die ganze Wahrheit. OpenFlow ist sicher das treibende Protokoll hinter SDN, genauso wie IP das treibende Protokoll hinter dem Internet ist. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. OpenFlow ist eine Möglichkeit, wie man Netzwerkgeräte universell ansteuern kann. Was ist OpenFlow? OpenFlow ist ein Protokoll, das Programmierung von Netzwerkgeräten ermöglicht. Und es ist ziemlich einfach aufgebaut. Es ermöglicht die Spezifikation von einem Flow. Und ein Flow ist nichts anderes als die Identifikation von einer Netzwerkverbindung. Also eine TCP-Connection, UDP-Connection, irgendwie ein ARP-Paket oder ein ICMP-Paket oder mehrere Pakete. Das heisst, es ist ein Filter, der mir ermöglicht, ich möchte diese Netzwerkpakete ansprechen. Und zwar beispielsweise, wenn wir das als einfaches Beispiel anschauen, zum Beispiel eine SSH-Connection von meinem Laptop in einem Server, dann ist das ein möglicher Flow. Dann würde ich zum Beispiel auf den Source-Port von meinem Laptop matchen, auf den Destination-Port 22 von SSH, auf das Protokoll TCP, eventuell noch auf die IP-Adresse. Aber ich muss nicht auf all diese Elemente matchen. Ich kann auch nur auf etwas, zum Beispiel alle Pakete, wo Destination-Adresse 10.1.1.1 sind, ist auch ein Flow. Das heisst, es ist nichts anderes als ein Filter, wo ich gewisse Pakete anspreche. Das ist der erste Punkt. Das heisst, ich kann spezifizieren, welche Netzwerkpakete will ich ansprechen. Und im zweiten Punkt führe ich Aktionen aus. Das heisst, ich spezifiziere die Netzwerkpakete, führe das und das aus. Aktionen können Sie leiten das Paket an einen bestimmten Hardware-Port oder an einen bestimmten Port weiter. Beispielsweise schicke alle Pakete, die zu dieser virtuellen Maschine gehen, an den Port, wo die virtuelle Maschine hinter ist. Das klingt jetzt logisch, aber ein Switch weiss ja nicht, hinter welchem Port das eine gewisse virtuelle Maschine ist, außer wenn er irgendwie Mac-Adresse lernt und selber das herausfindet. Aber wenn ich ihm das möchte, vorgängig erzählen oder ihm darauf hinweisen, wo das hin muss gehen, dann ist das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, ich kann ihn anweisen, dass das Paket fallen lässt. Das wäre das, was eine Firewall macht. Beispielsweise alle Pakete, wo gewisse Port-Range zum Beispiel, also zum Beispiel alle Ports über 1024, kannst du einfach alle fallen lassen. Das könnte zum Beispiel einfach eine einfache Firewall-Rule sein. Oder alle Pakete, die ausgehend sind, wo an eine nicht öffentliche Adresse gehen, kannst du auch fallen lassen. Das wäre eine typische Firewall-Regel, die ich mit OpenFlow auch implementieren kann. Das heisst, ich habe die Möglichkeit, einen Netzwerk-Switch zu instruieren, dass er mir eine gewisse Sicherheitspolicy umsetzt. Ich kann es zum Controller schicken. Das heisst, wenn ich nicht genau weiss, was ich mit dem Paket machen muss, dann schicke ich es zum Controller. Der Controller schaut dann schon. Oder der Controller kann zum Beispiel anfordern, dass ein Paket, das ganz spezifisch aussieht, zum Beispiel, wo ein ganz spezifischer String drin hat, soll er zurückschicken an sich selber, also an den zentralen Controller. Was ist jetzt da, warum ist das interessant? Ich kann ein Broadcast-Paket rausschicken, das ganz spezifisch aussieht und alle Switches im ganzen Netzwerk schicken mir das Paket zurück und ich kann innerhalb von Sekunden mein ganzes Netzwerk anschauen, weil alle Pakete von jedem einzelnen Endpunkt kommen Antworten zurück. Also es ist wie ein Ping, wo ich alle meine OpenFlow-fähigen Geräte schicke. Ich kann das Mängelpacket, ich kann mein Paket verändern. Ich kann zum Beispiel einen WLAN-Header hinzufügen. Ich kann NAT durchführen. Ich kann zum Beispiel das Paket verschlüsseln. Das ist ganz interessant, wenn ich ein Rechenzentrum-Betreiber bin, dann muss ich, momentan ist das noch nicht der Fall, aber in Zukunft werde ich müssen anbieten, dass mein ganzer Traffic verschlüsselt wird. Also Data Centers in der Zukunft werden alle Verbindungen komplett verschlüsseln, auf mehreren Schichten, einerseits auf Fabric-Ebene, dass man nicht physisch irgendwie kann hören. Also ich bin gerade gefragt worden, NSA-Skandal, es geht genau in die Richtung, oder? Ich möchte meine Daten nicht irgendwo einfach unverschlüsselt gespeichert haben. Ich möchte aber die Daten nicht unverschlüsselt über irgendein Netzwerk schicken. Ich möchte die Daten nicht unverschlüsselt über das Internet schicken. Das heisst, ich möchte
meinen Switch instruieren, dass er bitte Daten verschlüsselt, bevor die auf das öffentliche Netzwerk oder auf ein Rechenzentrum-Netz rausgehen. Und ein Rechenzentrum, wo mehrere Kunden drin beheimatet sind, ist ein öffentliches Netzwerk. Das ist nicht irgendwo... Das ist nicht semi-trusted, das ist öffentlich. Da hat's Leute vorhanden in dem Netzwerk, denen ich nicht kann vertrauen kann. OpenFlow ist einfach die Programmierfähigkeit, die das ermöglicht, zum Umsetzen. Da gibt es verschiedene Versionen. Das heisst, wir haben mal angefangen bei 1.0, jetzt gibt es 1.5, 1.6. Und jede Version gibt Neuigkeiten, wo neue Möglichkeiten bietet, um das Netzwerk zu programmieren. Und die Geräte weisen dann entsprechend aus, welche Version OpenFlow dass sie unterstützen. Wenn wir uns noch ein bisschen anschauen, detailliert, auf was kann ich matchen, also auf den ersten Teil, also die Flow-Spezifikation, ich kann eigentlich Layer 1 oder sagen wir Layer 2 bis 4, Layer 1 wäre so ein bisschen nicht paketspezifische Sachen, wie zum Beispiel Portnummer, wo das Paket reingekommen ist vom Switch. Tunnel-ID. Tunnel-ID wäre eine Identifikationsnummer von meinem virtuellen Netzwerk. Das schauen wir später noch detailliert an. Quality of Service Priorität, also ist das ein Paket, wo interaktiv ist, wo Low Latency bevorzugt, oder ist das ein Paket, wo hohe Durchsatzraten bevorzugt, also typischerweise SSA gegenüber zum Beispiel Web-Traffic oder FTP oder irgendeinem Datentransfer. Ich kann auf Ethernet matchen, auf IP, auf TCP, UDP, was auch immer, und entsprechend dann die Aktionen, die wir angeschaut haben. Was wir nicht angeschaut haben, ist, OpenFlow kennt das Konzept von mehreren Tabellen. Das heisst, ich kann nicht einfach eine lineare Liste von Aktionen programmieren. Ich kann mehrere Tabellen erstellen und dann entsprechend die verlinken. Das heisst, ich kann das verschachteln und komplexe Regelwerke erstellen. Ist das überhaupt produktionsready? Ich würde sagen, ja, Google findet das schon lange, die haben das schon seit Jahren im Einsatz, ohne dass irgendjemand gemerkt hat. Was interessant ist oder was eigentlich der Wahnsinn ist, ist, dass Google mal öffentlich gesagt hat, dass sie 95% Netzwerk von ihrem Netzwerk, von ihrer theoretischen Netzwerkfähigkeit oder vom Limit können erreichen können. Und ich weiß nicht, ob jemand Network Ops ist, aber das ist unglaublich. Also wenn man im Durchschnitt, wenn das wirklich stimmt, meine, das können wir nicht nachvollziehen, nicht überprüfen, wenn das stimmt, das würde heissen, dass wenn meine theoretisch maximale Datentransferrate 10 Gigabit ist, dass ich statt mit 9,5 Gigabit mein Netzwerk benutze. Das ist ein Effizienzgrad, der wo traumhaft ist. Ich meine, eventuell zum Teil sind wir bei 10, 20, 30%, oder? Google ist bei 95%. Das heisst ja, dass wenn ich die Hardware kaufe und einen Preis zahle, dann benutze ich die auch zu 95%. Das ist ganz entscheidend. Es gibt zu diesem Thema einen interessanten Vortrag von Urs Hölzle. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Er ist VP Infrastructure bei Google, er ist ein Schweizer. Und er macht ganz interessante Vorträge. Er hat geredet am Open Networking Foundation Summit vor eineinhalb, zwei Jahren, wo er ein kleines Konzept grob darlegt. Also es fehlen leider ein bisschen Details, vermutlich dürfen wir nicht allzu viel verraten. Aber es ist sehr interessant, weil man sieht, dass sie noch zwei, drei Jahre voraus sind. Also dort, wo wir jetzt im Öffentlichen oder das, was öffentlich bekannt ist, wo wir dort stehen, Google und auch zum Beispiel Amazon, sind noch zwei, drei Jahre weiter. Die teilen einfach die Informationen nicht, weil das ist ihr Wert, oder? Möglichst effizient Rechenzentrum zu betreiben, das ist ihr Wert. Darum sind sie natürlich auch vorsichtig, damit zu viele Details zu verraten. Aber es ist interessant und es zeigt irgendwo, dass man auf dem richtigen Weg ist. Jetzt haben wir SDN angeschaut. Wir haben schon kurz über Netzwerkvirtualisierung geredet. Was ich möchte aufzeigen, ist, dass es nicht notwendigerweise das Gleiche ist. Also SDN, zum Zusammenfassen, logisch zentrierter Controller oder zentralisierter Controller, Programmierfähigkeit vom Netzwerk. Es erfordert aber nicht Netzwerkvirtualisierung. Es ermöglicht Netzwerkvirtualisierung. Ich kann SDN umsetzen in meinem existierenden Netzwerk, wenn ich
Hardware-Switches habe, kann ich einen Controller installieren, betreiben, der die Netzwerkgeräte ansteuert. Ich muss nicht zwungenermassen Netzwerkvirtualisierung betreiben. Aber, das haben wir vorher schon mal ein bisschen hergeleitet, die Programmierfähigkeit ermöglicht sehr einfach die Virtualisierung des Netzwerks. Was brauchen wir, um Netzwerkvirtualisierung zu erreichen? Also einerseits, was möchten wir? Wir möchten die Virtualisierung auf Layer 2 bis 7. Was heisst das? Ich möchte entscheiden, ob ich mein Netzwerk auf Layer 2 betreibe, also ob ich noch ARP will laufen lassen oder ob ich direkt auf IP-Ebene möchte einsteigen. Das heisst, dass ich Routing betreibe direkt, also mit einem Routing-Protokoll. Ich möchte mein logisches Netzwerk trennen vom physischen Netzwerk. Das haben wir im Beispiel vorher angeschaut. Wenn ich einen Workload habe bei Amazon, ich möchte sie transferieren zu der Google Cloud, ich möchte nicht abhängig sein vom physischen Netzwerk. Das heisst, ich muss mein logisches Netzwerk, mein virtualisiertes Netzwerk, muss getrennt sein von irgendwelchen physischen Voraussetzungen. Beispielsweise, ich möchte nicht abhängig sein von WLAN-Technologie. Wenn ich ein virtuelles Netzwerk habe, dann wird das bei Amazon vielleicht mit WLAN umgesetzt. Google hat vielleicht ihre eigene Technologie. Das ist mir als Benutzer in einem Sinn egal, solange ich einfach die Funktionalität virtuelles Netzwerk zur Verfügung gestellt bekomme. Es muss Isolierbarkeit sicherstellen. Das heisst, wenn ich ein Cloud-Provider bin, Netzwerkvirtualisierung betreibe, dann möchte ich jedem Kunden ein virtuelles Netzwerk zur Verfügung stellen, dass der Kunde X den Kunde Y nicht sieht. Das sind, man redet im Cloud-Umfeld von sogenannten Tenants. Das ist so ein Begriff, der sich entwickelt hat, wo dafür steht, dass es eine bestimmte Ressource von mehreren unabhängigen Benutzern benutzt wird und das Sharing stattfindet. Und als letzter Punkt, ich möchte APIs haben, wo Automatisierung ermöglichen. Wenn wir zurückdenken, da eine der ersten Slides, DevOps, ich möchte nicht manuell müssen Netzwerk konfigurieren, virtuelle Netzwerke erstellen, ich möchte das über APIs können orchestrieren und automatisieren. Das ist das, was wir möchten von Netzwerkvirtualisierung. Das ist das, was wir brauchen in einer virtualisierten Umgebung. Der erste Ansatz ist der naive WLAN-Ansatz. Was machen wir? Wir haben so drei Compute Nodes und auf jeder Compute Node laufen drei VMs und wir tun jeder Compute Node ein WLAN zuweisen. Und wenn man jetzt eine neue VM startet und die VM die ist im WLAN 1, dann starten wir die auf der Compute Node 1. Und wenn man es im WLAN 3 startet oder wenn die VM im WLAN 3, im virtuellen Netz 3 angehörig ist, dann starten wir es auf der Compute Node, auf der dritten. Wenn die voll ist, dann nehmen wir eine neue Compute Node, sagen, dass sie gehört auch WLAN 3 und dann füllen wir die wieder auf. Entsprechend ist die Compute Node da mit dem Switch verbunden und der Switch ist entsprechend konfiguriert. Der Switch weiß, dass die Compute Node das WLAN 1 behandelt. Das ist der naive Ansatz, der erfordert minimalste Invasion in die Netzwerkkonfiguration. Alles, was ich machen muss, ist, die Netzwerkkarte da als Access Port, WLAN Access Port zu dem Switch zu konfigurieren. Das ist ein naiver, typischer Ansatz. Was ist das Problem an dem? Ein gravierendes Problem ist, dass WLAN nur 4'000 virtuelle Netzwerke ermöglicht. Das ist ganz einfach, weil das Bitfeld, oder die Breite von dem Bitfeld, wo die WLAN-ID spezifiziert, ist einfach nur entsprechend 10 Bit oder 12 Bit, wo nur 4'000 eindeutige Zahlen ermöglicht. Das heisst, ich bin einfach limitiert auf 4'000 Netzwerke. Das heisst, wenn ich 5'000 Kunden habe, kann ich nicht jedem ein virtuelles Netzwerk zur Verfügung stellen. Der nächste, ein bisschen erweiterte Ansatz ist, dass wir, anstatt dass wir eine Compute Node an einem einzelnen WLAN zuordnet, erlauben wir auf jeder Compute Node jedes WLAN. Das heisst, wir haben ein bisschen bessere Skalierbarkeit erreicht. Ich muss nicht für jedes WLAN eine eigene Compute Node haben. Der Unterschied ist jetzt, wenn wir die Verbindung da zum Switch müssen wir als Trunk Port definieren oder konfigurieren. Das heisst, der Switch muss alle Pakete an die Compute Node schicken und der V-Switch entscheidet dann, welches Paket zu welchem WLAN geht. Auch da haben wir wieder das Maximal von 4096 WLANs. Ist auch nicht ideal, weil wir genau die gleiche Limitierung haben. Die Lösung, die wir im virtualisierten Netzwerkumfeld
anstreben, die sind sogenannte Network Overlays. Haben wir schon mal kurz angesprochen, die Inseln, die man mit Tunnel verbindet. Was machen wir, wie sieht das konkret aus? Jetzt haben wir die drei Compute Nodes. Und was wir jetzt machen, ist, wir tun von jeder Compute Node zu jeder anderen einen Tunnel instanzieren. Und der Tunnel, wir schauen dann die einzelnen Technologien noch an, aber die Tunnel-Technologie benutzt entweder IP oder UDP und das sind Protokolle, wo ein Netzwerk normalerweise ohne Umkonfigurierung unterstützt und weiterleitet. Das heisst, ich muss auf meiner Netzwerkschicht unten, muss ich nichts mehr ändern. Alles, was ich muss sicherstellen, ist, dass die Tunnelpakete weitergeleitet werden. Das heisst, ich kann, was ich erreicht habe mit dem, ist, dass ich meine Netzwerkschicht bereits schon nicht mehr anlangen muss. Ich tue mein virtuelles Netzwerk tue ich komplett getrennt vom physischen Netzwerk erstellen und betreiben. Das sind virtuelle, virtuelle Network Overlays. Ja, das können wir jetzt gerade anschauen. Und zwar gibt es verschiedene Protokolle. Die einen ermöglichen die Sicherheit, die anderen nicht. Was wir typische Unterscheidung haben, meine, wenn man das Slide anschaut, dann sagt man, ja, das ist einfach ein VPN, oder? Ja, es ist eigentlich ein VPN. Es ist nicht viel anders als ein VPN. Und ein VPN ist eigentlich auch, die VPN-Technologie könnte man einsetzen für das. VPN ist typischerweise stateful. Stateful heisst, dass es werden Daten gespeichert zu dem spezifischen Tunnel. Was heisst Daten? Ein VPN normalerweise, wenn ein VPN aufgebaut wird, dann gibt es eine Authentifizierungsphase und irgendeinen Handshake, der zum Beispiel sicherstellt, dass ich wirklich zum richtigen Endpunkt, zum VPN-Concentrator rede, dass nicht irgendeiner in der Mitte hockt und sich ausgibt für meine Firma und dann plötzlich rede ich da irgendwie mit jemandem, den ich gar nicht will. Es wird zum Beispiel Verschlüsselungsalgorithmen werden abgemacht und die Verschlüsselung wird wird auch ermöglicht, zum Beispiel SSH oder Cisco VPN, was auch immer. Dann auf der anderen Seite gibt es sogenannte Stateless Encapsulation Protocol. Stateless heisst, es werden keine Daten gespeichert. Warum ist das entscheidend? Wenn ich mit modernen Enkapsulierungsprotokoll bis zu 16 Millionen oder mehr Tunnel kann erstellen kann und wenn ich ein Cloud-Provider bin, der vielleicht 50'000, 100'000 Tunnel erstellt und ich für jedes Tunnel für jeden Tunnel muss 1 Megabyte Daten speichern. Skaliert das nicht. Also es ist eine nicht skalierfähige Lösung. Darum setzen wir nicht irgendwelches SSH oder VPN oder Cisco VPN ein, sondern eben moderne, sogenannte Stateless-Protokolle. Es ist auch so, dass die ursprünglichen Protokolle, die sind nicht unbedingt optimiert, dass das Protokoll der Overhead pro Paket, also die zusätzliche Anzahl Bytes, die ich pro Paket muss mitschicken, ist nicht optimiert. Das ist ziemlich gross. Das heisst, wenn ich zum Beispiel jetzt Ethernet-Tunnel mit 1500 Byte Größe und für jedes Paket muss ich 50 Byte hinzufügen, dann sind das 50 Byte, die ich dafür zahle, aber nichts davon habe. Wenn ein modernes Protokoll nur 10 Byte benutzt, habe ich eine Effizienzsteigerung von 40 Byte, wo ich wieder Payload oder kann Kundendaten transferieren und zu gleichen Kosten. Das heisst, es ist das Interesse da, dass die Protokolle optimiert sind, entsprechend für moderne Workloads. Was wir da haben, sind verschiedene Protokolle. Das ist ein Kindergarten, was die da veranstaltet. Jeder Hersteller hat ihre eigene Idee. Schlussendlich ermöglichen eigentlich alle genau das Gleiche. Wir haben WXLAN, wir haben GRE, auch NVGRE. NVGRE ist einfach, also GRE ist uralt, das ist 15 Jahre alt. Und NVGRE ist einfach die Virtualisierung Aspekt, den man hinzugefügt hat. Dann haben wir Genève, das ist ganz neu. Generic UDP Encapsulation ist auch ganz neu. Dann haben wir Lisp, das ist von Cisco und STT. STT ist noch interessant, das ist so ein Typ, was man typischerweise als Hack bezeichnet. Das ist ein Tunnelprotokoll, das sich als fragmentierte TCP-Pakete ausgibt. Und warum ist das interessant? Netzwerk-Hardware hat die Möglichkeit, dass die teure Funktionalität wie Segmentation, das heisst, ein grosses Paket, so aufsplitten, dass es über das Netzwerkkabel passt, also dass es, wenn ich ein grosses Paket habe, in Größe MTU-Size-Paket splitten plus Checksum, also Prüfsummenkalkulation, kann in Hardware stattfinden. Das ist nötig, dass wir 10 Gigabit und 40 Gigabit Geschwindigkeiten anbringen. Das müssen das CPU machen und das ist sehr langsam und teuer. Dann gibt es sogenanntes Hardware-Offload. Hardware-Offload funktioniert perfekt für TCP, UDP und so weiter. Aber moderne Encapsulation-Protokoll sind noch nicht unterstützt. Dann ist jemand auf die Idee gekommen, dann machen wir doch einfach ein Encapsulierungsprotokoll, das aussieht wie TCP. Dann kann die Hardware das wieder optimieren und gleichzeitig habe ich mein virtuelles Netzwerk.
stehen gut, funktioniert in Praxis so ein bisschen. Ich weiß nicht, setzt jemand ein, wenn man VMware-Technologie einsetzt, dann ist das vielleicht im Einsatz. Ist ein bisschen ein Auslaufmodell, weil mittlerweile Netzwerk-Hardware auf dem Markt existiert, die auch Encapsulation-Protokoll unterstützt. Als auffällt, dass die drei da, also VXLAN, Geneve und Generic UDP Encapsulation, sind UDP-basiert. Das heisst, das ist ein UDP-Paket, ich glaube, es ist sogar ein Slide. Und wie das aussieht, wir haben hier das originale Paket. Also so wie es eigentlich zum Beispiel jetzt eine virtuelle Maschine oder ein Rechner erstellt. Und dann tun wir da einen WXLAN-Header hinzufügen. Der WXLAN-Header, das einzige Interessante ist eigentlich, dass der VNI, der Virtual Network ID, wo spezifiziert, zu welchem virtuellen Netzwerk gehört das Paket, dass ich mehrere virtuelle Netzwerke nebeneinander haben kann, muss ich die wie identifizieren können. Und dann oben drauf tun wir einfach einen UDP-Header, IP-Header, MAC oder irgendeinen Layer-2-Header oben drauf. Das heisst, als Ganzes sieht das einfach als UDP-Paket aus. Geschickt wird es an einen reservierten UDP-Port, wo fix ist, dass der Endpunkt auch merkt und sieht, das ist ein spezifisches UDP-Paket, das ist eigentlich nicht ein UDP-Paket, das irgendwie lokal muss zugestellt werden, sondern das ist ein WXLAN-Paket, das muss ich entpacken und dann anschauen. Ich nochmal zum Sicherheitsgedanken ein bisschen ansprechen. Die Pakete oder all die Protokolle unterstützen keine Verschlüsselung. Das wird aber heiß diskutiert. Das wird heiß diskutiert, ob das Teil sein von einer Aufgabe. Es wird so, vor allem in dem Kontext Geneve wird das. Geneve, der Name ist ganz interessant. Warum heißt das Geneve? Weil all die sind sich am Bekriegen und jetzt ist jemand für dich gekommen. Jetzt tun wir da mal den Term Genf rein, das ist ein bisschen neutral und friedensstiftend, das hilft vielleicht, oder? Da ist Geneve entstanden, das ist eigentlich der Grundgedanke, ist, dass das all die Probleme, all die verschiedenen Meinungen soll in eine uniformelle Richtung soll ein bisschen zusammenfassen, dass man sich auf etwas einigen kann. Das ist so ein bisschen wie ein Friedensvertrag irgendwo. Und in diesem Kontext wird wirklich sehr stark diskutiert, ob das Teil soll sein vom Enkapsulierungsprotokoll oder ob man einfach eine existierende Verschlüsselungstechnologie wie zum Beispiel IPsec oder andere Möglichkeiten soll voraussetzen. Das ist im Moment noch nicht so entschieden, da kann man sich auch noch einbringen, wenn man will. Sieht dann auch aus, dass die Zukunft wird so aussehen, dass man IPsec oder eine andere offene Verschlüsselungstechnologie wird einsetzen und dann aber darauf WXLAN oder Geneve, was auch immer, laufen lassen wird. Aber es geht ganz sicher in die Richtung, dass, wie gesagt, dass Rechenzentrum, Paket im Rechenzentrum, jedes Paket im Rechenzentrum wird in Zukunft verschlüsselt werden. Das ist ziemlich eindeutig. Sogar Google schafft seit mehreren Jahren in diesem Bereich und sie sind nicht unbedingt bekannt für sehr viel Interesse im Sicherheit-Privacy-Bereich. Also es geht sicher in die Richtung. Der letzte Punkt oder eigentlich das Endziel wäre dann eben die Netzwerkabstraktion. Vor der Netzwerkvirtualisierung, wenn wir das nochmal schnell zurückgehen, haben wir gesehen, dass wir Neues einfach trennen vom physischen Netzwerk, dass wir Tunnel kreieren und einfach so dünn wie das physische Netzwerk dumm wäre und nicht existiert. Also dass wir einfach möglichst Abhängigkeiten trennen und einfach das physische Netzwerk einfach nur noch dazu benutzen, um irgendwelche UDP-Frames zu forwarden. Und das Ziel oder um die endgültige Effizienzsteigerung oder das Effizienzresultat zu erreichen, so wie das Google alle bringt, ist eine Netzwerkabstraktion notwendig. Und das heisst, dass die Switches, die physische Leerzone, eben weiss, was es für virtuelle Netzwerke gibt. Und entsprechend auch dynamisch kann handeln. Und dann wird das Thema OpenFlow interessant. Weil dann, anstatt dass man einfach ein virtuelles Netzwerk mit Tunnel kreiert, das ich auch ohne SDN kann umsetzen kann, benutze ich ein OpenFlow oder ein OpenFlow-ähnliches Protokoll, um Netzwerkvirtualisierung zu erreichen, aber im Kontext des physischen Netzwerks. Das heisst, wir haben dann logische Switches eigentlich, die mein jeweiliges virtuelles Netzwerk repräsentieren und die Implementation von dem, also dazwischen wäre dann sozusagen der Controller und der Switch tut dann dem Controller mitteilen, wie musst du das physische Netzwerk modellieren, dass es für mich stimmt und der Controller stellt dann sicher, dass es für alle stimmt und tut entsprechend das physische Netzwerk so konfigurieren, dass es funktioniert. NFV Service Channels. Gibt es noch Fragen zu Netzwerkvirtualisierung? Ist der Unterschied klar? Oder Trennung SDN, Netzwerkvirtualisierung?
NFV Service Chaining. Das kommt aus dem Telco-Bereich und die Problemstellung ist sicher allen bekannt. Wir haben gewisse Funktionalität im Netzwerk, wo man mit zum Beispiel einer ganz teuren Firewall oder einer ganz teuren IDS-Box, die man kauft. Vielleicht das noch ein besseres Beispiel ist ein riesengroßer Load Balancer, der zum Beispiel ein Swisscom oder ein Orange oder Sunrise braucht, um zum Beispiel SMS verarbeiten oder zum Telefon entgegennehmen und die verteilen und irgendwie das Load Balancing machen. Die Größe dieser Maschine wird definiert durch den höchstmöglichen Workload. Das heisst, der Workload, der existiert irgendwie am Neujahr, am Silvester, wenn dann die meisten Leute in SMS verschicken. Das heisst, die Größe dieser Box muss ich so gross kaufen, dass es den maximalen Workload kann bewältigen kann. Das führt dazu, dass man dann so einen Audio R8 kauft, oder, wo einfach alles kann. Und ja, genug und sicher noch mit ein bisschen Reserven und so weiter. Das heisst, man kauft ein hochspezialisiertes Produkt, das auch nicht, weil es von denen nicht viel produziert wird, ist es ein sogenanntes Low-Volume-Gerät, das teuer ist, weil einfach die Stückzahl zu niedrig ist, dass man das effizient produzieren kann. Das heisst, man hat spezialisierte Hardware, man muss die physisch installieren. Ich muss die anliefern, ich muss die einstöpseln. Wenn ich sie in einem zweiten Rechenzentrum brauche, dann muss ich eine zweite kaufen, muss ich sie auch dort anliefern und auch installieren. Ich habe für die Hersteller eine grosse Hürde, um so etwas zu entwickeln. Die Investitionskosten sind gewaltig. Also als Startup kann ich nicht noch gehen und einen R8 konkurrenzieren, auch weil so viel Technologie drin steckt und der Aufwand, um dort hinzukommen, ist so gewaltig, dass die Investitionskosten einfach zu hoch sind, dass ich mir das als nicht grosser leisten kann. Und durch das, logische Konsequenz, Competition ist sehr begrenzt. Also wir haben ein paar wenige, die auf dem Markt sich konkurrenzieren können und die können auch entsprechend Preise diktieren. Das gefällt den Endkunden, Telcos im Spezifischen, überhaupt nicht. Und was wir möchten ist, anstatt dass wir teure Hardwareboxen kaufen, möchten wir das gerne als virtuelle Funktion implementieren. Das heisst, eventuell als Software, eventuell als skalierbare Hardwarebox. Beispiel, anstatt dass ich einen grossen R8 habe oder einen riesengroßen Firewall, warum nicht ein Firewall, der verteilt ist in kleine Komponenten, die ich entsprechend ausskalieren kann. Das heisst, wenn ich 10% mehr Leistung brauche, dann kaufe ich eine kleine Box zusätzlich. Ich muss nicht meine Leistung verdoppeln. Also wenn ich vorher 10 Boxen hatte und 10% mehr brauche, dann kaufe ich eine zusätzliche. Dann muss ich nicht 10 dazu kaufen. Ich habe Abstraktion, das heisst, ich bin nicht abhängig von meinem physischen Layer. Als Beispiel, wenn ich in einem traditionellen Netzwerk eine Firewall implementiere, dann gehe ich physisch schauen, wo ich den einstecken muss, dass er dann entsprechend am richtigen Ort steht. Ich kann ihn einfach irgendwo im Netzwerk einstecken. Ich habe eine Abhängigkeit. Wenn das virtualisiert ist und wenn ein logischer Controller vorhanden ist, dann kann der Controller-Paket entsprechend zu dem Firewall schicken, egal wo er steht. Im Extremfall könnte ich sogar ein Firewall, der im Rechenzentrum Bern steht, Traffic filtern von Zürich. Ich meine, es ist nicht effizient, aber es ist möglich, oder? Weil der Controller könnte das Paket einpacken, auf Bern abschicken und dann wird das Paket verarbeitet und wird entsprechend wieder zurückgeschickt. Es ist Programmierfähigkeit. Wir möchten gerne Geräte haben, die ich universell programmieren kann, herstellerunabhängig. Das sind wir genau im gleichen Bereich wie die SDN-Motivation. Plus, es muss orchestrierfähig sein. Wenn ein Telco, die meisten Telco-Provider sind jetzt im Cloud aufbauen. Also ich kenne wenige, die das nicht machen. Die möchten das in Zukunft als Standby aufbauen. Und die möchten gerne ihre NFVs, also ihre Funktionen, die sie brauchen, um ihre NAZ-Netzwerke zu betreiben, die möchten das gerne in dem existierenden Umfeld integrieren und mit denselben Tools orchestrieren und verwalten. Das ist die Problemstellung, oder was ist das, was die Telco gerne möchte. Und wenn man zuerst das leitet, darum haben sie ein Komitee gegründet, das in diese Richtung arbeitet. Das Komitee heisst ETSI, das gibt es eigentlich schon länger. Das sind alle europäischen oder die meisten europäischen Telco-Provider, die sich engagieren und das NFV-Konzept vorantreiben und entsprechende Hersteller
gemeinsam auftreten und sagen, Hersteller, wir hätten das gerne so. Und weil sie halt nicht als einzelne Hersteller oder als einzelne Kunden auftreten, sondern als Gremium, als verbundene Einheit, haben sie auch entsprechend, finden sie auch Gehör. Man sieht es da ein bisschen, also das sind so ein bisschen Beispiele von Geräten, wo jetzt sehr Telco-spezifisch, wo bei Telcos eingesetzt werden, wo sie gerne möchten, vor allem im grünen Bereich, wo sie gerne möchten, virtualisieren. Nicht mehr als Gerät kaufen, sondern als Software. Und wenn sie es als Software kaufen, dann können sie es von mehreren Herstellern nehmen. Dann müssen sie nicht, sind sie nicht mehr begrenzt auf eine kleine Anzahl Hersteller. In Software, Software schreiben kann auch ein Start-up, das kann auch eine Firma in Indien, blöd gesagt, oder? Da muss man nicht einen spezialisierten Hersteller haben. Das ist der Grundgedanke und Motivation hinter NFI. Und warum ist das so interessant im SDN-Umfeld? Und dann kommen wir zum Service-Chaining. Bevor ich da gross irgendwie Details erkläre, ein Beispiel illustriert es ganz einfach. Sag jetzt mal, der Kunde hat ein Nattel, ein Endgerät, und er möchte gerne eine Webseite abrufen im Internet. Das heisst, er ist über 4G verbunden mit dem Nattel-Netzwerk und möchte gerne also die NZZ-Webseite anschauen. Ein Telco-Provider hat gewisse Funktionalität, die er zwischen innen will schalten. Also beispielsweise möchte er gerne eine Firewall einstellen, dass nicht einfach irgendwelche x-beliebigen Angreifer auf das Nattel zugreifen können, weil das wäre ja theoretisch möglich. Also es ist das sind beide Pfade sind offen. Es ist einfach so, dass irgendwie da die Technologie schützt, dass mein Nattel nicht einfach erreichbar ist, sondern der Telco-Provider stellt eine Firewall an. Dann hat er zum Beispiel das Content-Filtering, das er eventuell möchte implementieren. Beispielsweise, wenn mein Nattel aber entsprechend konfiguriert ist, ist vielleicht ein Filter drin, dass gewisse Erwachseneninhalte nicht angezeigt werden. Beispielsweise, wenn es das Gerät ist, wo einem Jugendlichen oder einem Kind gehört. Dann haben wir einen Traffic Shaper. Beispielsweise, ein Privatkunde hat weniger Anrecht auf Bandbreite als ein Businesskunde, der mehr zahlt für sein Abo. Das heisst, der Telco-Provider hat gewisse Funktionalitäten, wo er allen Paketen vom Weg ins Internet oder in ein anderes Netzwerk möchte unterstellen. Beispielsweise auch ein Traffic Shaper für Roaming-Daten. Das heisst, Daten von Kunden, die das Roaming betreiben über ihr Netzwerk, die nicht eigene Kunden sind, die möchte er anders behandeln. Da kommen wir genau in Service Chaining rein. Was da passiert, die Pakete kommen eigentlich rein und dann wird da entschieden, anhand von der Authentifizierung, die das Nattel macht, wenn es ins Netzwerk einsteigt, weiss der Nattel-Betreiber oder Netzwerkbetreiber, ist das mein eigener Kunde, was hat der für ein Abo, ist das irgendwie jemand aus dem Ausland, der einfach bei mir Roaming betreibt, was auch immer, die Daten hat er und er möchte dann punktuell, je nach Abo, je nach Kunde, möchte er optional und spezifisch einzelne Funktionen wie einbinden oder einschalten. Und wenn wir gesehen vorher, im physischen Netzwerk müsst ihr jetzt mehrere Pfade definieren und dann die Pakete entsprechend routen und dann könnt ihr durch die physischen Hardware-Boxen durch. Das heisst, für jede Kombination, die er hat, muss er einen eindeutigen Pfad erstellen. Oder er benutzt SDN. Und wenn er SDN benutzt, dann benutzt er das Protokoll wie OpenFlow oder etwas Ähnliches, wo ihm pro Kunde sogar oder pro Abo den Pfad virtuell gestaltet. Das heisst, wir haben hier am Anfang einen Switch. Und der Switch, der wird programmiert über OpenFlow und wenn das Paket reinkommt und sich der Kunde anmeldet im Netzwerk, dann wird für den Kunden wird sozusagen der Pfad festgelegt. Also für den Kunden A geht es durch den Traffic Shaper, IDS, Content Filter halt raus und dann durch die Firewall durch. Kommt B, der lädt den Traffic Shaper aus, der hat vielleicht ein Business-Abo, dafür hat er einen Content Filter, den er optional in- und ausschalten kann. Und wenn er ihn ausschaltet, dann würde das OpenFlow würde den Switch umkonfigurieren und den Content Filter entsprechend rausnehmen. Das heisst, darunter hat es Switches, oder es gibt verschiedene Architekturen. Es gibt Architekturen mit einem grossen am Anfang, wo das Paket jeweils immer wieder zurückkommt. Oder es gibt Implementationen, wo es mehrere Switches hat und die dann jeweils immer zum nächsten geht und der Switch weiss, aha, das ist jetzt das Paket vom Kunden A, das muss jetzt das nächste zum IDS. Und für den Kunden B weiss, aha, das kann ich den IDS auslassen, es geht direkt zum Content-Filter.
Das heisst, es ist die Programmierfähigkeit, die das Netzwerk bietet über OpenFlow, wo dann ein Service Chaining, also ein Verbinden von Netzwerkfunktionalitäten oder Netzwerkfunktionen ermöglicht. Und die erste Variante wäre der Controller. Wäre das Switch gerade der Controller? Nein, der Controller ist immer unabhängig. Also der Controller wäre in beiden Modellen eigentlich übergeordnet, verteilt. Und dann hätte ich, also vielleicht um das Bild noch ein komplett machen, hätte ich dann da noch die Authentifizierungsstelle vom Natel-Netzwerk, dass du dich anmeldest, oder? Und das melden dem Controller, jetzt hat sich ein neues Natel im Netzwerk abgebunden und der Controller tut den Switches konfigurieren. Kann ich mir vorstellen, in welchem Moment Traffic wirklich auf den Controller kommt? Gar nie. Also es muss gar kein Traffic in dem Moment drauf kommen. Wenn du dich im Natel-Netzwerk anmeldest, wird Authentifizierung stattgefunden. Dann, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Details zu wenig. Aber dann wird irgendeine eindeutige ID wird mitgeliefert, wo zum Beispiel deinem lokalen Swisscom oder Orange oder Sunrise ermöglicht, dich mit deinem Abo in Verbindung zu bringen. Also du kannst nicht einfach deine Abonnummer mitschicken oder so. Und das forciert dann ein gewisses Ereignis, oder? Der merkt, aha, es hat sich ein neues Gerät angemeldet in meinem Netzwerk und dann wird dem Controller, das wäre sozusagen eine Applikation vom Controller aber drauf, die sagt, hey, du hast ein neues Gerät, du switches konfigurieren, dass wenn der Traffic reinkommt, dass das entsprechend gerade durch die richtige Service Chain durchgeht. Das heisst, wenn das erste Datenpaket ins Netzwerk kommt, ist das Netzwerk bereits schon vorbereitet, dass es durch die richtige Service Chain durchgeht. Also ist ein Modell, es gibt auch die Möglichkeit, dass das erste Paket zum Controller geschickt wird und dann tut der Controller entscheiden. Aber es ist wie, es wäre ja... Wie am Anfang hast du das eben gesagt? Oder? Ja, es gibt verschiedene... Funktionen. Genau, Es ist ein flexibles Modell. Es ist einfach, in diesem Fall haben wir ja bereits eine eindeutige Identifikationsnummer, die mitgeschickt wird. Und der Kunde ist schon identifiziert. Wenn ich ihm das Datenpaket schicke, dann muss ich irgendwie anhand von der IP-Adresse vom Natel nachher nachschauen, was ist das für ein Kunde. Das ist wie aufwendiger. Aber es ist ein Implementationsdetail. Es gehen wie beide Modelle. Also ich kann es anhand von der Daten machen, die ich schicke, also vom Paket. Oder im Fall wie ein Natel-Netzwerk, wo ich ein externes Ereignis habe, kann ich das nutzen. Das ist unterschiedlich klar. Also, das ist ein Flexi. Der Controller an der automatisierten Stelle, wo du dann quasi. Ja. Switches, wünschst du, du schickst jetzt das zum Traffic Shaper oder zum IPS. Genau, ja. Oder zum, ja. Zum NSA Sniffer. Genau. Oder zum Government. Bei der Schweiz weiss ich eher so, der Government. Die haben sicher Freude daran. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist natürlich viel einfacher zum Verschlüsseln und auch. Schlussendlich, also die gesetzliche Grundlage, die Telcos mit erfüllen, ändert sich in dem Sinne nicht. Also, es aber, ist einfach für die sich einzuklinken. Auf der anderen Seite, wenn du physisch das alles getrennt hast, musst du nur beim Netzwerkkabel einstecken. Und das kannst du relativ einfach verschlüsseln, weil du dich trennst von der physischen. Also das ist vielleicht schon ein entscheidender Punkt. Wenn du physische Boxen hast, die das für dich übernehmen und du willst Verschlüsselung implementieren, dann müssen all diese physischen Boxen die Verschlüsselung unterstützen. Sonst hast du irgendwo ein Segment, das nicht verschlüsselt ist. Wenn das virtualisiert ist, dann musst du einfach die Verschlüsselung zum Hypervisor sicherstellen. Und das kannst du ja, das ist durchaus relativ einfach umsetzbar. Und die eigentlichen Funktionen, die dann als virtuelle Maschine laufen, die sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen Verschlüsselungstechnologien, die auf der Netzwerkschicht laufen. Das heisst, wenn du willst, das Netzwerk verschlüsseln, ist es sicher einfacher, wenn du das vorher virtualisierst und einfach nur den physischen Layer verschlüsselst. Was ist denn die unglaubliche Overhead? Performance gehen. Also schlussendlich musst du alles ins CPU machen. Ja, das ist der Punkt, dass ursprünglich vieles in Software am Anfang und die erste Implementation ist normalerweise in Software mit dem CPU gemacht. Und dann schaut man, wo sind die Hotspots, wo sind Bottlenecks und dann tut man die entsprechend in Hardware implementieren. Also der Switch da, es gibt OpenFlow-fähige Hardware-Switches, wo das komplett in Hardware machen können. Und nur weil das Control Plane in Software läuft, heisst nicht, dass das Data Plane, also das Forwarding macht, dass das auch in Software muss. Das kann durchaus, und das ist typischerweise auch Silicon. Der Unterschied ist, dass das, das ist vielleicht nochmal zurück zum SDN-Gedanken, es ist eine vereinfachte Funktionalität, eine Funktionalität, die sich nicht verändert. Das heisst, wenn du kannst die einmal
kannst du einmal entsprechend Hardware implementieren, einmal ASIC-based machen. Und wenn sich in zwei Jahren, drei Jahren neue Funktionalitäten kommen, dann sind die normalerweise auf der Control-Plane-Schicht. Das heisst, du kannst einfach ein Software-Update machen, du musst nicht deine Hardware komplett refreshen. Okay, wir machen noch kurz Pause. Bis machen wir um 5 vor weiter, dann haben wir geschaut, Zeit auch noch für die Demo. Jetzt haben wir viel gehört, wir haben über SDN gehört, wir haben NFV gehört, wir haben Service Chaining gehört, wir haben Netzwerk-Virtualisierung gehört. Wie setzen wir das überhaupt um? Wir haben die einzelnen Open-Source-Projekte haben wir schon ein bisschen angeschaut, es gibt auch proprietäre Lösungen. Finde ich persönlich weniger interessant, ich bin sicher in dem Open-Source-Umfeld anzusiedeln. Wir schauen mal die einzelnen spezifischen Projekte noch ein bisschen genauer an, wo die stehen. Was ist die Motivation, was ist das Ziel von denen? Ein interessantes Projekt ist sicher Open Daylight. Open Daylight ist, wie gesagt, eine Kollektion von verschiedenen Projekten. Das ist nicht einfach ein Stück Software, sondern es ist eigentlich ein Gremium von verschiedenen Herstellern, die zusammenkommen und Open Source Entwicklung betreiben und Releases erstellen, die dann aus verschiedenen Paketen bestehen. Sehr ähnlich wie eine Linux-Distribution, die auch nicht einfach nur aus einem Stück Software besteht. Als Dachorganisation wird die Linux Foundation benutzt. Das ist die gleiche Organisation, wie auch der Kernel oder Linux dahinter stehen. Garantiert auch die Unabhängigkeit von dem Unterfangen. Das ist sehr entscheidend, dass in diesem Open-Source-Bewegungsmodell und in einem Projekt ist absolut essentiell, dass niemand zu viel Macht hat und dass die Unabhängigkeit vom Projekt zu jeder Zeit gewährleistet ist. Wenn ein Hersteller könnte kommen, mit viel Geld sich könnte einkaufen und entsprechend die Richtung könnte diktieren, dann wäre das Risiko für kleinere Teilnehmer zu gross und sie würden das nicht wagen, weil sie eventuell ihr Investment verlieren. Darum ist es wichtig, dass eine Unabhängigkeit garantiert wird und sich jeder kann einbringen und dass die Entscheidungsgewalt im Gesamten und nicht einfach in einer Minderheit oder bei einem einzelnen starken Player liegt. Von der Architektur her, wie das aufgebaut ist, Annahme, dass das da unten der Data Plane oder das physische Netzwerk ist, dann haben wir da verschiedene Schichten angefangen, bei der Protokollschicht, bei der Sprachschicht, die ermöglicht, dass man zu diesen Netzwerkgeräten kann reden. Eine Implementierung ist zum Beispiel OpenFlow, die wir jetzt detailliert angeschaut haben. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt auch sogenannte Plugins, die ermöglichen, zum SNMP benutzen. Das heisst, OpenDaylight als Controller kann auch existieren, die anderen Protokolle wie zum Beispiel SNMP oder Netconf benutzen, zum Switch zu reden. Das heisst, wenn ich eine SDN-Architektur will umsetzen, bin ich nicht darauf angewiesen, dass all meine Geräte OpenFlow 1.2 redet. Ich kann durchaus auch das SNMP-Plugin benutzen. Ich muss sagen, das ist vielleicht ein bisschen eine idealistische Sicht, dass wenn ich Richtung SNMP gehe, ist natürlich meine Funktionalität stark eingegrenzt. Aber der Grundgedanke oder die Vision ist, dass das Open Daylight das Framework und die Basis ist für eine kollaborative Entwicklung, die es ermöglicht, möglichst viele Netzwerkgeräte anzusteuern, universell. Es geht nicht darum, dass man eine spezifische Sprache, namentlich OpenFlow, einfach pusht und sagt, alle, die mitmachen und alle, die mitreden wollen, müssen jetzt einfach OpenFlow unterstützen. Das heisst, die Annahme ist nicht getroffen, dass OpenFlow der wahre und der einzig möglich gangbare Weg ist, sondern es ist ein möglicher Weg. Obendrauf haben wir dann Service Abstraction Layer, das ist die erste Schicht, die einfach die ganze Hardware abstrahiert und ab diesem Punkt sieht jeder Switch eigentlich genau gleich aus. Egal von welchem Hersteller. In der Mitte haben wir sagen wir generelle Funktionen, wo sozusagen die Library vom Ganzen, wo Funktionalität zur Verfügung stellt, wo für alle gleich ist, sobald jeder Switch gleich ist, ist auch das Mac-Learning, also die Funktionalität, welche Mac-Adresse ist hinter welchem Port, ist gleich für jeden Switch, es gibt keinen Hardware-Hersteller spezifischen Aspekt mehr. Das heisst, man könnte die generalistisch erstellen. Trotzdem gibt es auf allen Schichten, wir sehen es hier, also auf der Protokollschicht, auf der mittleren Schicht und auch schlussendlich auf der Applikationsschicht, gibt es Extensions, die es ermöglichen, dass auch ein proprietärer Hersteller kommt und Funktionalität einbaut. Ich sage jetzt mal,
grosser existierender Hersteller kommt und schreibt ein Plugin für sein existierendes Protokoll. Er kann auch noch eine Extension schreiben, die dann zusätzliche Funktionalität zur Verfügung stellt. So, warum hat OpenDL das Interesse, dass sie das machen? Weil es ist ja dann nicht komplett offen. Weil die eben schlussendlich im Service Abstraction Layer unterliegen, können alle anderen eben auch von dem Protokoll profitieren. Sie können zwar nicht die erweiterte Funktionalität benutzen, aber weil sie schlussendlich in dem Framework eingebunden sind, kann auch ein generalistisches Unified Interface schlussendlich auf die Geräte zuweisen oder zugreifen, weil eben das Plugin da unten existiert. Das heisst, es ist ein bisschen ein Gehen und ein Nehmen. Einerseits gewinnen wir Offenheit, auf der anderen Seite als Zückerli für Hersteller ermöglicht man immer noch punktuell gewisse herstellerspezifische Extensions zu ermöglichen. Und dann eigentlich auf der nördlichen Seite, man redet auch von Southbound Plugins, die südlich vom Controller sind, und Northbound Plugins auf der nördlichen Seite, auf der oberen Seite, haben wir Applikationen. Die Applikationen die benutzen die REST APIs, das ist nichts anderes als HTTP, wo benutzt wird, um auf den Controller zugreifen. Da sieht man so ein bisschen die einzelnen Komponenten, das haben wir so ein bisschen Technologien, die man kennt vom Namen her, die implementiert sind. Also wir sehen hier als typisches Beispiel Geräte, die OpenFlow unterstützen. Da haben wir verschiedene Versionen, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 und so weiter. Wir haben Open vSwitch Switches, das wären virtuelle Switches, das schauen wir ein bisschen im Detail noch an. Und dann haben wir noch zusätzliche physische Switches oder virtuelle Switches, die weder OpenFlow unterstützen noch Open vSwitch sind. Also das sind eigentlich Switches, die wir haben in unserem Netzwerk. Da haben wir den OpenFlow, OVSDB, das ist ein Protokoll, das gerät wird zu OpenVSwitch. NetConfLIS, BGP und so weiter, SNMP. Also all diese Protokolle werden benutzt, um schlussendlich all die Geräte da unten ansteuern. Und ab dem Punkt hier oben haben wir dann schlussendlich die Abstraktion erreicht, wo alle Switches gleich aussehen. Das heisst, Funktionalität ist implementiert auf der nördlichen Seite und wird nachher über verschiedene Protokolle entsprechend implementiert. Oftmals auch durch eine Kombination von mehreren. Das heisst, vielleicht ermöglicht OpenFlow die Gesamtfunktionalität, aber ich kann das Gleiche erreichen mit der Kombination aus OVSDB und SNMP zum Beispiel. Und dann wird das automatisch umgesetzt und die Kombination ermöglicht die gleiche Funktionalität. Da haben wir ein paar Beispiele von möglichen Applikationen, also ein Management-UI, CLI, wo dann CLI auf dem Switch würde ersetzen. OpenStack als Cloud-Orchestrierungssystem, also anstatt dass OpenStack angeht und auf jeder Compute-Node einen eigenen Network-Agent hat, der das Netzwerk umkonfiguriert, kann es den Controller benutzen und der Controller kennt nachher das ganze Netzwerk. Das hat den Vorteil, dass wir komplett unabhängig sind. Das heisst, zum Beispiel zurückkommen, meinen Workload von der Amazon Cloud zur Google Cloud zu transferieren. Wenn ich OpenStack als Orchestrierungssystem einsetze, alles, was ich mache, ich tue einfach die Adresse vom Controller ändern und der Controller, Google setzt einen ein und Amazon setzt einen ein. Alles, was ich ändere, ist die Adresse und der Controller tut nachher die spezifischen Spezialitäten, die bei Google oder bei Amazon vorhanden sind, tut die umsetzen. Wir haben auch ein Distributed Denial of Service Protection als Beispiel. Denial of Service Protection ist normalerweise host-spezifisch, also endpoint-spezifisch. Wenn ich die verteilten Attacken möchte entdecken, muss ich normalerweise eine globale Sicht über das Netzwerk haben. Und das wäre ein typischer Anwendungsfall. Ein anderer Anwendungsfall wäre zum Beispiel auch eine Firewall, wo ich global meine Policy kann definieren für das ganze Netzwerk und der Controller das entsprechend dann auf die einzelnen Geräte konfigurieren, so dass es Sinn macht. Also ich muss mich als Netzwerkadministrator nicht mehr darum kümmern, auf welcher Firewall muss ich jetzt genau welche Policy ändern. Zu diesem Punkt kommen wir ein bisschen später noch. Oder eine Applikation oder ein Administrator kümmert sich nicht, wo jetzt genau der Webserver läuft und wo die Datenbank läuft. Alles, was er möchte definieren, ist, dass der Webserver auf die Datenbank zugreifen kann. Wo das genau muss umgesetzt werden, ist ihm eigentlich egal. Und das Wissen, die Logik, die liegt im Controller. OpenDL hat ihr erstes Release gehabt im Februar, glaube ich. Hydrogen. Das heisst, es ist ziemlich frisch, man kann es auch einsetzen. Wir werden es nachher noch ausprobieren. Es sieht mega gut aus auf dem Slide. Es ist wirklich extrem bleeding edge immer noch.
Aber es funktioniert. Es gibt ein UI, das lässig aussieht. Und wenn man es zum Laufen bringt, sieht man vielleicht im Ansatz, wo es hinführt. Der zweite wichtige Punkt, Open Source Data Center, ist Open vSwitch, eine virtuelle Switch. Ursprünglich entwickelt und ins Leben gerufen von einer Firma Niceria. Das war ein Spin-out von ein paar Stanford-Studenten und den jeweiligen Professoren. Mittlerweile aufgekauft von VMware. Also, sie waren sehr erfolgreich, haben eine Lösung auf den Markt gesetzt, haben die unter eine Open-Source-Lizenz gestellt und alle können im Moment davon profitieren. Das Modell anschauen, also wir haben hier Compute Nodes, die zum Beispiel auf Linux basieren, darauf läuft Open vSwitch und Open vSwitch würde dann über OpenFlow und OVSDB Verbindung zum Controller herstellen. Das heisst, der Controller würde nicht nur die physischen Switches managen, sondern auch den virtuellen Switch auf den Compute Nodes, auf dem aktuellen Hypervisor. Das heisst, der Controller, mein Netzwerk, wir erreichen die Netzwerkabstraktion, die wir vorher gesehen haben, dass ich nicht einfach nur Tunnels erstelle zwischen den Hypervisor, sondern ich habe einen Controller, der eben die physischen Komponenten managt und gleichzeitig auch die Hypervisor. Apache License, es ermöglicht oder es implementiert OpenFlow. Mittlerweile 1.4 und 1.5 ist in Bearbeitung. Es unterstützt Enkapsulierungsprotokoll, WLAN, VXLAN, GRE, LISP und SCT auch noch. Es hat ein Remote Management Protokoll, ein OVSDB, das wir vorhin im OpenDLAG-Konzept gesehen haben. Und es hat verschiedene Monitoring-Fähigkeiten. Unterstützt wird es von verschiedenen Cloud-Orchestrierungssystemen. Das heisst, man kann es transparent nutzen, ohne dass man das einsetzt. Also wenn man OpenStack installiert und entsprechend das OVS Neutron Plugin benutzt, dann wird im Hintergrund automatisch OpenVSwitch benutzt, ohne dass man das eigentlich feststellt. Als Beispiel vielleicht noch WLAN-Segmentierung. Das ist sehr ähnlich, wie man das von einem Hardware-Switch kennt. Das heisst, ich kann meinen virtuellen Switch mit virtuellen Ports und ich kann einen virtuellen Port dann einem WLAN zufügen. Das heisst nichts anderes, dass Pakete, die von dieser virtuellen Maschine kommen, werden automatisch wieder ein WLAN-Header hinzugefügt. Wenn die Antwort zurückkommt, wird der WLAN-Header wieder weggenommen. Das heisst, die virtuelle Maschine wird dem WLAN zugewiesen, aber die virtuelle Maschine selber sieht den WLAN-Header in dem Sinne nicht. Das ist eine transparente Operation. Das gleiche für Overlay Networks, das heisst, ich kann zwischen virtuellen Bridges Tunnels kreieren, VXLAN Tunnels, GRE Tunnels. Ich kann darum ein virtuelles Netzwerk auf der einen Computernode verbinden mit einer anderen Computernode und bin nicht abhängig, dass mein physisches Netzwerk darunter irgendwelche Modifikationen muss über sich ergehen lassen. Das heisst, das physische Netzwerk da könnte auch das Internet sein. Das heisst, die Computer könnte irgendwo in Zürich stehen und die irgendwo in Palo Alto oder so. Und das würde funktionieren, die würden jeder eine gemeinsame Layer 2 Collision Domain. Visibilität, vielleicht NetFlow kennt vielleicht ein oder andere. Es ist ein Cisco-Protokoll, das Packet Sampling erlaubt. S-Flow ist etwas Ähnliches, ist ein halboffener Standard, würde ich sagen. Das sind Möglichkeiten, die Open vSwitch bietet, dass man kann ins Innenleben des Switch hineinschauen kann, Monitoring betreiben, etwas, was man eigentlich von Hardware-Switches bereits kennt. Man kann Port-Mirroring betreiben und so weiter und so fort. Quality of Service. Ich kann bestimmte virtuelle Ports gewisse Limiten auflegen, zum Beispiel, dass eine virtuelle Maschine nur mit 2 Megabit pro Sekunde kann senden oder nur mit 8 Megabit kann empfangen. Es benutzt den Traffic Control Layer vom Linux Kernel, also denen, wo das ein Begriff ist. Man kann die komplette Funktionalität, die komplette Quality of Service Funktionalität vom Linux Kernel benutzen. Es geht so weit, dass man eigentlich kann verschachtelte Quality of Services Bäume aufbauen, dass irgendwie Kundensegment X hat Kunden A und B und die können einen Teil vom Traffic miteinander gemeinsam benutzen, aber der eine ist wichtiger als der andere und so weiter und man kann das gestalten, wie man möchte. Nächster Punkt, OpenStack. Haben wir schon mal angesprochen, Cloud-Orchestrierungssystem.
vielleicht der eine oder andere schon gehört, so Grundsatz Kuhherde, Haustier, kennt das jemand? Pet versus Cattle, habe ich schon gehört. Also im Virtualisierungskonzept, wenn man so das traditionelle Konzept anschaut, dann redet man von Haustier. Ein Haustier hat einen Namen. Ein Haustier hat, wenn es krank wird, pflegt man es. Oder? Man schaut, dass es ihm wieder gut geht. Wenn man analog zu einem Mail-Server, wenn es dem nicht gut geht und er zu wenig RAM hat, dann schraube ich da die Limite an, gebe ich ein bisschen mehr RAM. Und wenn er kaputt ist, dann logge ich mich in die spezifisch VMI und flicke den Mail-Server. Demgegenüber steht eigentlich OpenStack, das Cattle-Prinzip, Kuhherde. Eine Kuh hat normalerweise keinen Namen, die hat nur noch eine Nummer. Wenn es ihr schlecht geht, dann schlachte ich sie. Wenn ich mehr brauche, dann kaufe ich einfach mehr dazu. Wenn ich zu viel habe, verkaufe ich es einfach. Also es ist einfach nur noch eine Ressource, die ich nehme und gebe, so wie es mir gerade passt. Wenn man das in ein virtuelles Maschinenkonzept umwandelt, dann wäre das so, wenn ich mehr Ressourcen brauche, dann starte ich einfach eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine zehnte virtuelle Maschine und meine Applikation muss entsprechend skalieren. Ich kümmere mich nicht darum und ich logge mich nicht in eine spezifische virtuelle Maschine ein und gehe irgendetwas rumschrauben. Also virtuelle Maschinen sind einfach nur noch eine Ressourceinheit, um meine bestehenden Ressourcen irgendwie zu verteilen. Das ist der Unterschied und das ist die Analogie oder die Neuheit und auch der Grundgedanke von OpenStack. Aufbaut ist in drei Einheiten sozusagen, wo von den Ressourcen, Compute-Einheit, also CPU und Memory, Networking, Verbindung zwischen Compute-Nodes und Storage, wo man kann Daten speichern kann. Da geht es um verschiedene Arten von Daten. Es geht um Images. Images wäre zum Beispiel die virtuelle Disk von einer virtuellen Maschine, dass ich die irgendwo speichere. Oder Base-Images, also wenn ich eine neue virtuelle Maschine starte, dann möchte ich die aus einem bestehenden Image starten. Dann haben wir einen Block-Storage, wo ich Block-Daten speichern kann, also zum Beispiel 512 Byte Daten. Das ist typischerweise das, was eine Harddisk macht, oder? Die tut blockmäßig die Speicher. Und dann habe ich Object-Storage, wo ich Daten, die formatiert sind, Object-basiert speichern. Das heisst, ich habe eine bestimmte Struktur und die Struktur abspeichern. Das wäre typischerweise eine Datenbank. Also diese Typen Storage habe ich und OpenStack bietet eigentlich ein API für all diese Daten und die virtuelle Maschine können auf die Daten zugreifen und die Ressourcen konsumieren. Und kontrolliert wird das Ganze über das Dashboard, wo mir anzeigt, wie viele virtuelle Maschinen sind am Laufen, wie viele virtuelle Netzwerke habe ich, muss ein neues virtuelles Netzwerk haben. Entsprechend gibt es auch APIs und das CLI, wo ich das entsprechend auch benutzen kann. Wenn es jetzt ein bisschen verbindet, OpenStack-Benutzung Richtung Netzwerkvirtualisierung, wir lassen jetzt mal den SDN-Gedanken, den Controller-Gedanken noch weg. In diesem Beispiel haben wir drei Compute Nodes und eine Network Node. Und die Network Node ermöglicht die Verbindung ins Internet oder in ein anderes Data Center, was auch immer. Und die braunen Elemente sind jeweils virtuelle Switches. Und im Hintergrund haben wir unser physisches Netzwerk, wo die Verbindung zwischen den Compute Nodes und den Network Nodes herstellt. Und das Erste, was wir eigentlich machen, ist, wir erstellen Tunnel zwischen allen Endpunkten oder zwischen allen Compute Nodes und allen Network Nodes. Und haben jeweils ein virtuellen Switch, der die Tunnel segmentiert, und den zweiten, die sogenannte Integrationsbridge, wo nachher die virtuellen Maschinen miteinander verbindet. Also mit diesem Konzept sind eigentlich alle virtuellen Maschinen bereits miteinander verbunden. Wenn man sieht, haben wir verschiedene virtuelle Netzwerke innerhalb von dem virtuellen Netzwerk. Das heisst, wir haben beides erreicht. Wir haben, weil wir WXLAN-Tunnels benutzen, können wir mehrere Tenants haben in unserem Rechenzentrum, also mehrere Kunden, die getrennt sind. Das heisst, jeder Kunde hätte ein eigenes virtuelles Netzwerk und innerhalb von dem von seinem virtuellen Netzwerk kann dann eigentlich nochmal Virtualisierung stattfinden, weil er vielleicht auch noch Isolierung braucht. Das heisst, wir haben verschachtelte Virtualisierung. Traditionellerweise hat man das mit WLAN innerhalb von WLAN Q&Q implementiert. Auf der Network Node läuft dann zum Beispiel noch ein DHCP-Service, wo die IP-Adresse verteilt, plus Layer 3 Bridge, das heisst, der Punkt, wo das erste Mal Routing stattfindet und wo dann zum Beispiel eben Verbindung ins Internet stattfindet.
Wenn man das jetzt aus der OpenDLAT-Perspektive anschaut, also wenn man jetzt einfach einen Controller anhängt und mal schaut, wie OpenDLAT aussieht, dann sieht man da nichts anderes, als wir da die drei Tunnel Bridges haben. Wenn wir zurückschauen, das wären 1, 2, 3. Die da sehen wir nicht, weil die ist abgehängt, weil es da ein Layer 3, also das ist die Layer 2-Sicht, also die Mac-Schicht. Wenn wir da schauen, haben wir da ein Layer 3 zwischen denen. Das heisst, die da sehen wir nicht. Darum gibt es da keine Verbindung zu der externen Bridge. Und jede Tunnel Bridge hat dann noch eine Integrationsbridge und da dahinter wäre dann jeweils die virtuelle Maschine. Wir probieren nachher noch Open Daylight aktiv, eine Live-Demo zu machen. Dann sehen wir das noch ein bisschen detailliert und macht es auch mehr Sinn. Bevor wir das anschauen, möchte ich gerne auf Group-Based Policy Abstraction zu reden kommen. Um unsere Sicherheitsgedanken ein bisschen zu involvieren. Jetzt haben wir sehr viele Technologien gesehen, und die Möglichkeiten bieten. Und wir haben gesehen, dass es OpenStack gibt, wo SDN NFV benutzt, wo OpenReSwitch benutzt. Aber das ist nicht unbedingt der Endgedanke oder die Endvision von SDN. Weil schlussendlich, am Schluss habe ich irgendwelche Applikationen und ich habe ein Entwicklerteam und ich habe einen Netzwerkadministrator, der gewisse Vorstellungen hat und etwas möchte implementieren. Und ich möchte nicht jedem Zugriff zum OpenStack-Dashboard geben, weil alles, was das bedeuten würde, dass ich wieder von OpenStack abhängig bin. Was wir möchten, ist, wir möchten Policy, die im Netzwerk herrscht, möchte ich mir gerne möglichst abstrakt definieren. Und das war so ein bisschen meine Auffassung oder mein erster Gedanke gewesen. Wir haben jetzt SDN, wir haben OpenStack und so und auf der anderen Seite Applikationen und jetzt ja, machen irgendwie, dass es funktioniert. Also, aber eine Applikation möchte ich nicht unbedingt Bescheid wissen über irgendwelche IP-Adressen und Portnummern und wo genau jetzt der Webserver läuft, wo läuft der Datenbankserver. Das ist Sache vom Netzwerk. Wenn das Netzwerk beispielsweise neue IP-Adressen verteilt, dann müsste ich alle meine Policies umschreiben. Das heisst, ich möchte eigentlich mit logischer, abstrakter Terminologie arbeiten, die komplett getrennt ist, wieder vom physischen und auch vom virtuellen Netzwerk. Und da gehen wir in Policy-Abstraktion rein, die ermöglicht, dass wir erneut eine Abstraktion erreichen. Es geht ins Thema Application-Centric APIs rein. Das heisst, die Applikation, anstatt dass das Netzwerk der Mittelpunkt ist, anstatt dass der Netzwerk-Operator der Mittelpunkt ist, wird die Applikation der Mittelpunkt und die Applikation definiert, oder wir definieren auf Applikationsebene, definieren, wer darf mit wem reden. Mich interessiert schlussendlich nicht, wie zum Beispiel die Isolation stattfindet. Ob das ein virtuelles Netzwerk mit Enkapsulierung ist, ob das WLAN-basiert ist, ob das ein SSH-Tunnel ist. All diese Details interessieren mich als Policy Enforcer. In dem Sinne nicht. Was mich interessiert ist, ich habe eine Applikation X und Y und die dürfen miteinander reden oder nicht. Oder Traffic muss verschlüsselt werden. Oder? Also das ist auch eine Policy. Also wir reden jetzt von wer darf miteinander reden, aber eine andere Policy wäre zum Beispiel, das sind sensitive Daten. Zum Beispiel Verbindung von meinem Laptop zu meinem E-Banking-Login-Server. Das muss verschlüsselt werden. Oder meine Verbindung von meiner Applikation zum Datenbank-Server, der in einer Cloud läuft, wo sensitive Daten transferiert. Das muss verschlüsselt werden. Die Policy muss ich irgendwo definieren. Die Policy möchte ich nicht netzwerkabhängig machen. Sonst muss ich sie jedes Mal wieder umschreiben und neu schreiben, wenn ich meine Netzwerkarchitektur ändere. In diesem spezifischen Fall reden wir von einer gewissen Terminologie, wo wir das vereinfachen. Also man redet von einer Connectivity Group, das ist nichts anderes als eine Gruppe von Endpunkten. Also das kann zum Beispiel ein einzelner Datenbankserver sein, das können mehrere Datenbankserver sein, das kann das ganze Internet sein, als Kundensegment oder als Quelle von möglichen Requests. Es kann beispielsweise das Management-Interface von meinem Datenbank-Server sein oder es kann das Management-Interface von meiner Cloud-Orchestrierung sein. Also einfach irgendwie eine Kollektion von Endpoints, die ich irgendwie spezifizieren kann. Und dann haben wir eine Policy, die definiert, wie die zueinander stehen. Das heisst, eben als Beispiel, ich als Teil von der Administratorengruppe darf auf das OpenStack-Dashboard zugreifen. Das wäre zum Beispiel eine Policy. Oder Webserver
wo ein bestimmtes Produkt läuft, darauf darf auf die Datenbankgruppe zugreifen, beispielsweise. Und dann haben wir Policy Rules, die das schlussendlich implementieren. Das wäre der netzwerkabhängige Teil oder der netzwerkspezifische Teil. Und das ist ziemlich Open Flow ähnlich. Das heisst, wir haben wieder einen Flow, der definiert, wie sieht der Endpoint aus, und dann die Aktion entsprechend, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, müssen wir es verschlüsseln, müssen wir Quality of Service Action entsprechend behandeln und so weiter. Oder auch Service Chain, das heisst, beispielsweise, wenn wir das auf das NFV-Service-Chain-Modell von der Telco-Welt ummünzen, dann hätten wir da eine Policy, die sagt, alle Kunden mit dem Abo-Business haben entsprechend die Service-Chain, die dann ihnen ermöglichen, zum Beispiel schnelles Internet zu benutzen. Basierend auf dem gibt es zwei verschiedene Modelle. Und warum gibt es zwei Modelle? Der Grund ist, weil zwei grosse Firmen, namentlich Cisco und IBM, sind involviert in diesem Bereich, und irgendwann haben sie festgestellt, wir arbeiten irgendwie am Gleichen. Also komm, wir verbünden uns verbünden und arbeiten gemeinsam an diesem Werk. Und was geblieben ist, sind die zwei unterschiedlichen Anschauungsmodelle, wie man es definiert. Das eine Modell ist das Modell, das man hier sieht, wo das Konsumentenmodell. Das heisst, wir haben einen Datenbankservice. Der Datenbankservice wird konsumiert von der Gruppe Web. Und die Gruppe Web bietet einen Webservice an, und der Webservice wird konsumiert von der Gruppe Internet. Das heisst, nach diesem Modell könnte die Gruppe Internet nicht auf die Datenbank, auf die Datenbankdienstleistung zugreifen. Entsprechend haben wir zum Beispiel hier noch das Management Interface. Das ist im Moment überhaupt nicht definiert, das heisst, es ist nicht zugänglich. Das heisst, ich könnte zum Beispiel jetzt hier noch eine Gruppe Administratoren definieren, die dann auf das Management API zugreift. Das heisst, vom Modell her ist das, wir haben zwei Gruppen, und wir definieren Policy zwischen denen. Oder Policy as a Service, das heisst, es wird als Dienstleistung angeboten. Entsprechend, das zweite Anschauungsmodell ist, dass wir Policy explizit definieren. Wir haben diese Gruppe und diese Gruppe, und Policy zwischen diesen zwei spezifischen Gruppen sieht genau so aus, wenn man das nochmal vergleicht vorher sieht. Da ist die Verbindung ist einseitig. Das heisst, der Webservice weiss nicht, wer ihn konsumiert. Das ist nicht definiert. Es ist einfach nur definiert, dass die Internetgruppe Webservice konsumiert. Das heisst, der Webserver weiss nicht, welche Gruppen er alles als Konsumenten hat. Hingegen, das Policy-Modell wird jede Policy explizit A zu B wird spezifiziert. Das heisst, beide Seiten wissen genau, wer der Konsument und wer der Produzent ist. Um das vielleicht noch ein bisschen als Beispiel anzuschauen. Ja. Wir haben hier Gruppen Internet, das ist genau das gleiche Beispiel wie vorher. Gruppen Internet, eine Gruppe Web und Datenbank. Und was wir jetzt möchten erreichen, ist, wir möchten eine Firewall haben zwischen beiden innen. Und vor dem Webserver möchten wir gerne noch einen Local Answer haben. Das heisst, wir haben Gruppe Internet, Gruppe Web oder Gruppe App, und dann definieren wir eine Policy, definieren, die sagt, alle Web-Traffic muss durch Service Chain 1 durchlaufen, und Service Chain 1 heisst Webserver und dann ein Local Answer. Und wir haben eine zweite Policy, die definiert Port 3306, das wäre jetzt der Datenbankport, Chain 2, und Chain 2 ist einfach nur eine Firewall. Und das Netzwerk, das dran liegt, kann dann von sich aus entscheiden, anhand der Fähigkeiten, die es hat. Zum Beispiel, wenn es ein Open-Flow-Netzwerk ist, dann können Sie zum Beispiel ein Service-Chaining-Modell, wie wir es vorher gesehen haben, mit Open-Flow-Switches anwenden. Wenn es zum Beispiel naiver wäre, dann würde es zum Beispiel zurückkommen, es ist nicht umsetzbar. Oder wenn es zum Beispiel WXLAN-Tunnels verwendet, dann würde es zum Beispiel da ein virtuelles Netz erstellen zwischen diesen zwei und da eins. Das heisst, die sind logisch getrennt. Die Gruppe Internet könnte nicht auf die Gruppe Datenbank zugreifen. Also das Netzwerk kann von sich aus selber entscheiden, wie es die Policy will umsetzen. Entsprechend könnte man natürlich auch jetzt sagen, dass die Chain 2 da noch Verschlüsselung stattfinden. Oder? Das heisst, meine Policy ist, die zwei dürfen miteinander reden, aber nur, wenn eine verschlüsselte Verbindung zustande kommt. Und das ermöglicht mir als Cloud-Benutzer oder als Rechenzentrum-Benutzer, dass ich spezifizieren kann, was ich benötige, wer darf mit wem reden. Ich kann SLAs spezifizieren, was ist notwendig, Verschlüsselungsseite, Latency-Seite, was auch immer.
Und wenn das entsprechend nicht erfüllt werden kann, kommt das Feedback. Das ist nicht möglich. Der Service kann nicht zur Verfügung gestellt werden und dann habe ich das entsprechende Feedback. Wunderbar, jetzt haben wir noch eine Zeit. Ich glaube, wir machen zuerst mal eine Fragerunde. Und zwar können wir wirklich über den ganzen Bereich, auch nochmal retour, wo auch immer Fragen sind, Unklarheiten sind. Und anschliessend hat ihr dann noch eine kurze Demo-Session, wo wir Open vSwitch und Open Daylight anschauen. Fragen? Ja? Haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen, wie das performancemässig aussieht? Also nicht um das ganze Management von diesen virtuellen Netzen. Mhm. Die physische Leitung ist letztendlich so viel, die mhm. Also persönlich, was ich jetzt angeschaut habe, ist WXLAN Performance. Und zwar haben wir das mit Mellanox 40 GB-Karten angeschaut. Und das ist die erste Karte, die öffentlich verfügbar ist, die das Offloading ermöglicht. Und dort haben wir gemessen 2% Overhead WXLAN. Das heisst 38 GB Native und irgendwie 37,6 oder etwas mit WXLAN. Das heisst, der Overhead ist absolut minimal. Das heisst, rein von der Hardware-Seite, von den Möglichkeiten, die die Technologie bietet, bereits jetzt, aktuell, was wir jetzt kaufen, ist der Overhead praktisch gleich null. Das ist mal, sagen wir mal, die Unterschicht. Wenn man natürlich dann noch mehr virtualisiert und auch richtig virtuelle Maschinen geht, gibt es noch zusätzlichen Overhead, der aber nicht unbedingt jetzt SDN-spezifisch ist. Kommt euch darauf an, was der Anwendungsfall oder was das Endziel ist. Oder? Wenn es darum geht, richtig möglichst kosteneffiziente Performance, dann verzichte ich eventuell auf gewisse Flexibilität. Wenn das Thema ist, Flexibilität im Sinne von, ich möchte gerne meinen Workload zwischen Clouds verteilen und möglichst agil und unabhängig bleiben, dann muss ich vielleicht im Moment noch gewisse Opfer bringen im Thema Performance. Der Trend, was man dort sieht, wenn man die Hardware-Hersteller anschaut, Broadcom und Consulter, ist natürlich schon, dass in absehbarer Zeit Layer 2 unendlich viel Bandbreite bietet. Ja. Von Broadcom wie der 6585 oder wie er heißt, 1,5 Terabit Non-Blocking-Switching-Capability und kann wie WXLAN und NVGA, die irgendwie native Hardware, das wartet man irgendwie noch ein Jahr, dann ist die Kapazität doppelt so schnell. Mhm. Also, ich glaube, dass in Zukunft, in 5 Jahren, so etwas einfach das Netzwerk nicht mehr der Bottleneck ist, weil einfach unendlich viel Kapazität da ist, ja, im weiterstehenden Sinne. Ich glaube, dass theoretisch wäre es auch jetzt schon möglich gewesen, dass es nie ein Bottleneck gibt. Das Problem ist, dass die Hersteller haben sich das etwas kosten lassen, die Performance. Und gerade auch der Chip, den du jetzt ansprichst, ist natürlich eben so ein Chip aus dem Thema Whitebox Networking, wo Preise geht ins Bodenlose rein. Und es ist nicht nur noch möglich, dass du sozusagen günstig an die Hardware kommst, sondern eben auch noch günstig mit entsprechender Performance. Und der Grund für das ist, dass normalerweise ist, wenn du die entsprechende Durchsatzrate wollen, hast du auch die Logik in der Firmware und die entsprechende Funktionalität kaufen. Du musst irgendwie High-End-Class-Switches kaufen, wo dann einfach, also Thema alles oder nichts. Und jetzt kannst du Switches im Segment preislich sehr interessant, weil sie eben einfach nur die Grundfunktionalität bringen. Und WXLAN wäre eigentlich schon Teil von der Grundfunktionalität. Aber vielleicht nicht mehr der ganze Feature-Stack oben drauf, weil der eben eigentlich im Controller sitzt oder in Software implementiert wird. Aber ein wichtiger Punkt, den ich möchte nennen, ist, es ist sehr interessant, wenn die Hardware WXLAN implementiert. Man muss aufpassen, ist, dass dann der Hersteller dann wieder rangeht und ein herstellerspezifisches Interface involviert, um das WXLAN zu konfigurieren. Weil, wenn wir da zurückgehen, was wäre das? Wäre ja das Architekturbild. Der Controller muss am Schluss zu der Hardware aber reden, wo der WXLAN-Tunnel erstellt. Und wenn das Interface da, um den WXLAN-Tunnel zu konfigurieren, wenn das nicht offen ist, wenn es kein offener Standard ist und wenn er nicht unterstützt wird durch zum Beispiel Open vSwitch, dann ist
dann ist die Verbindung gebrochen und du kannst das nicht mehr in das Controller-Umfeld einbringen. Das heisst, es ist ein schmaler Grad zwischen den Herstellern motivieren, dass sie möglichst günstig die Hardware zur Verfügung stellen, die die Funktionalität bietet, und ihnen Pflicht zu verlegen, dass sie entsprechend die APIs offen behalten, dass eben auch Hersteller unabhängige Standards erhalten bleiben. Ich meine, es ist schön, dass wir jetzt OpenFlow haben und OpenDaylight haben, aber viele Hersteller suchen natürlich nur nach nächsten Möglichkeiten wieder, um die nächste Lock-in-Strategie zu starten. Und ein interessanter Punkt, den haben wir kurz in der Pause diskutiert, die Whitebox-Network-Switches, die kommen von verschiedenen Herstellern, namentlich Broadcom oder auch Intel, sind sehr interessant, aber alle von denen haben eigene SDKs entwickelt, die nötig sind zum Betrieb von diesen Switches. Ich kann nicht einmal den Switch starten ohne die SDKs. Das heisst, ich kann ja hinkommen und sagen, ich habe ein Linux drauf laufen und es funktioniert einfach. Es benötigt das SDK und das SDK kommt man nur unter einem bestimmten NDA über und so weiter und so fort. Das gleiche, wie wir für Netzwerkkarten vor 15 Jahren gesehen haben. Also, wir haben eine Vision und es geht in die richtige Richtung. Gleichzeitig sträuben sich natürlich auch verschiedene Hersteller immer noch nach einfach einer kompletten Öffnung, weil sie natürlich auch einen gewissen Respekt haben vor dem. Ich glaube, das größte Risiko in dem Umfeld, weil Cisco hat letztes Quartal, $20 Milliarden Umsatz gemacht, und die haben natürlich, also Cisco, HP, you name it, die haben einen Haufen Geld zu verlieren. Ja. Und würden sich sehr wahrscheinlich mit allem wehren oder gerade so viel offen ziehen, wie es nötig ist, um aus Open Daylight. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Ich glaube, das ist schon interessant. Man sieht natürlich, Cisco ist so gross, also einfach als Beispiel, da passiert viel parallel und manchmal wissen nicht alle streng innerhalb von Cisco, was der andere macht. Aber einerseits tut sich Cisco sehr stark zum Beispiel Open vSwitch und Open Daylight integrieren. Auf der anderen Seite sieht man zum Teil, dass jetzt Cisco hineingeht und in Segmente hineingeht, die es nicht interessiert haben. Zum Beispiel Endpunkte für Fiber Cables, wo es jetzt komplett neu einsteigen, das ist ein Segment, das für sie bisher nicht interessant war, weil die Margen einfach zu tief waren. Also man sieht, dass der Markt im Umbruch ist, dass verschiedentlich Interessantes passiert. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass ein grosser Teil von der interessanten Entwicklung eben noch hinter verschlossenen Türen stattfindet. Weil klar gibt es Interessenten, namentlich die grössten Cloud-Provider, die sagen, wir hätten gerne einen ganz günstigen Switch, helfen uns, wir kaufen dafür 100'000 von denen. Sie sagen, ja, machen wir schon, aber wir möchten gerne einen Rahmenvertrag aufsetzen, dass nur ihr das benutzen dürft. Wir produzieren das Game für euch, produzieren, aber wir machen es nicht allgemein gut. Und das ist jetzt so ein Prozess, der abläuft, wo verschiedene Seiten ziehen an den Hebel. Und klar ist, dass es langfristig richtig Offenheit gab. Die Frage ist nur noch, wie lange das geht. Wie lange das sich die existierenden Hersteller noch eure Modelle können klammern und möglichst viel Geld rauspressen können. Ich kenne aber keinen Hersteller, mit der Ausnahme glaube von Broadcom, der sich nicht massiv in diesen Projekten, die wir jetzt vorgestellt haben, integriert und involviert. Also, es haben alle mit vielleicht eben einer Ausnahme realisiert, dass die Zukunft in Open-Source-Software und in einer Lösung in den offenen Standards gehen. Es ist noch nicht ganz klar, wie das Businessmodell aussieht. Das ist noch offen. Das ist, glaube ich, der schwierige Punkt momentan. Wie macht man nachher Geld mit dieser Technologie? Weitere Fragen? Ja? Das Management, also wenn jetzt der Controller weg ist, läuft das Ding noch? Ja, also genau. Ist das ein Single Point of Failure? Das ist die Frage, oder? Da habe ich gesagt, logisch zentralisiert, verteilt. Das ist so ein bisschen, also logisch zentralisiert heisst nicht, dass es nicht verteilt kann sein. Was heisst jetzt das? Also eine einfache Lösung ist, ich habe mehrere Controller, die sich untereinander synchronisieren. Das heisst, die Controller-Architektur ist verteilt. Open Daylight ist verteilt geschrieben, das hat man schon bereits von Anfang an realisiert. Man könnte nicht einfach ein Stück Software schreiben und das kann dann ein Single Point of Failure werden. Das heisst, wenn man Open Daylight deployed, ich weiss nicht, ob das jemand schon macht, aber dann würde man das verteilt im Netzwerk implementieren und irgendeine Art Balancer und irgendeine Art Load Balancer vorne ansetzen, der nachher Zugriff steuert. Was passiert jetzt aber, wenn zum Beispiel ein Split passiert und die Netzwerke für eine gewisse Zeit
isoliert laufen, können die sich nachher wieder synchronisieren. Und das ist ein interessanter Punkt. Und dann redet man bereits von Orchestrierung von der Controller. Also wer ist denn die eigentliche Autorität? Meine, das ist kein neues Problem, das haben wir im Netzwerkbereich immer wieder und wieder und wieder gehabt. Aber es ist sicher ein interessantes Thema, das ist sicher erkannt. Und es gibt eine Lösung. Die Lösung heisst Verteilbarkeit. Verteilbarkeit heisst einfach immer, du hast gewisse Negativeffekte. Eben, wie tust du wieder synchronisieren? Gleichzeitig gibt es aber auch ein Konzept, das von Cisco-Seite kommt, wo wieder mehr Logik und mehr Verantwortung auf die Ebene vom virtuellen Switch und vom, ja, auf der Switching-Ebene zurückbringt. Und wichtig ist, dass sie nicht anzweifeln, dass der Controller die Autorität ist, aber sie zweifeln an, dass es Sinn macht, dass die ganze State, die ganze Daten, also die Logik oder die Intelligenz, im Sinne von das, was Gelernte, oder? Also sozusagen das Fragile, das verloren geht, wenn die Verbindung getrennt ist, dass die zentral gespeichert ist. Warum tun wir die nicht einfach verteilt im Netzwerk speichern im Sinne von auf dem Switch selber und tun einfach nur noch die Autorität oder der Controller hat die Autorität und mehr nicht. Jetzt mal schauen, wie sich die Praxis, was sich in der Praxis wird durchsetzen. Ich bin überzeugt, dass man noch Entwicklung wird sehen in verschiedene Richtungen, je nachdem, auch wer das einsetzt und wer den Mut hat, um das früh stark einzusetzen, der wird auch die Möglichkeit haben, um entsprechend noch die Richtung zu beeinflussen. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann probieren wir mal noch eine Demo-Session. Es ist so, dass, vielleicht zum Setup erklären, ich werde probieren, SSH auf einen anderen Rechner. Auf diesem Rechner läuft ein Programm namens Mininet. Und Mininet ist ein Stück Software, das Linux-Container benutzt. Ich weiß nicht, ob Linux-Container alle kennen. Das ist eine Technologie, die ermöglicht, dass man die Operating System-Ressourcen in sogenannte Container isolieren kann und dann sozusagen verteilen und segmentieren. Das heisst, ich kann eigentlich wie eine virtuelle Maschine, aber anstatt dass ich eine komplette virtuelle Maschine instanziere, tue ich einfach meine existierenden Systemressourcen, CPU, Memory, File-Deskriptoren, alles, was irgendwie gespeichert wird im Betriebssystem, tue ich sozusagen in Container verfrachten und kann dann isolierte Applikationen drin laufen lassen. Das heisst, ich kann wie virtualisieren, aber ohne dass ich eine komplette virtuelle Maschine erstellen muss. Das heisst, anstatt dass ich jetzt irgendwie die Hardware virtualisiere, Dann kann ich einfach für jeden Container eine eigene Liste von Interfaces, eine eigene Liste von offenen Sockets, eine eigene Liste von angemeldeten Benutzern, was auch immer. Also es wird alles, alle Daten werden mehrfach gespeichert, anstatt dass ich irgendwie virtualisiere oder Hardware emuliere. Probieren wir nochmal. Was setzt sich jetzt für das? LXC? Das ist LXC, ja, wo ich Linux Containers, ja. Mal schauen, also von Start noch. Machen wir noch ein bisschen grösser. Können Sie so alle lesen? Jetzt hätten wir Open Daylight. Das ist ein Java-Programm, wo 5000 Dependencies hat. Das lassen wir jetzt mal laufen. Das startet mal auf und das läuft im Hintergrund. Und dann starten wir noch das Mininet. Und zwar das Programm Mininet und da kann ich ihm eine gewisse Netzwerktopologie vorgeben. In diesem Fall möchten wir gerne einen Baum und zwar 3 Schichten. Jetzt haben wir kein Whiteboard. Man sieht es nachher gerade. Und ich gebe ihm an, dass er einen Controller, der auf derselben Maschine läuft, also auf dem Loopback läuft, soll sich verbinden. Aha, jetzt läuft OpenVSwitch nicht.
Jetzt haben wir Open vSwitch gestartet. Ich kann mir vielleicht gerade mal zeigen, jetzt nur noch mal die Open vSwitch Konfiguration zeigen. Das ist momentan leer, das ist nichts vorhanden. Jetzt starten wir Mininet. Was man sieht, er hat hier ein Netzwerk kreiert, tut sich mit dem Control verbinden, hat 8 Hosts erstellt, H1 bis H8. Er hat 7 Switches erstellt und dann tut er entsprechend Verbindung zwischen diesen Switches erstellen. Hey, super. Traumhaft. Was ist das geprägt, Anna? Wenn ich vorher gesagt habe, bauen, hätten wir einfach eine Struktur. Das wäre eine typische Rechenzentrumstruktur. Also sind alles Switches. Und dann hätten wir hier auf dieser Ebene hätten wir dann die Hosts. Oder die virtuelle Maschine. Was ist das, was jetzt eigentlich existiert oder kreiert hat? Jetzt kann das Mininet-Programm hat so bestimmte Funktionalitäten. Also das ist jetzt sozusagen mein virtuelles Netzwerk, das es emuliert hat. Und jeder Switch und jeder Host ist sozusagen ein Linux-Container, wo unabhängig läuft. Also ich kann zum Beispiel Ping all machen, dann tut's jeder Host tut jedem anderen Host einfach prüfen, ob der andere Host kann erreichen. Jetzt können wir zum Beispiel mal eine Konfiguration anschauen vom Host H1 und da sieht man, der hat ein Loopback und er hat eine zweite Netzwerkadresse ETH0 und die hat eine gewisse IP-Adresse 10.0.0.1. Da können wir zum Beispiel das H2 anschauen. Ja, zum Beispiel 10.0.0.2. Also das heisst, wir haben jetzt einfach sozusagen ein kleines virtuelles Netzwerk gebaut, das mein Rechenzentrum simuliert. Und jetzt probieren wir. Probieren wir, schauen, ob das der Tunnel funktioniert hat. Wunderbar. Ich habe einen SSH-Tunnel erstellt, der da zum anderen Rechner geht und dann vom anderen Rechner auf Port 8080 sich translate. Also er tut jetzt eigentlich das Web-Interface, das lokal auf der anderen Maschine ist und ich da beim Webserver anzeige. Dann kann ich mich hier da einloggen. Das Standardpasswort ist admin. Dann komme ich hier ins OpenDaylight rein. Das noch wegklicken. Genau. Jetzt sehen wir hier, jetzt hat er bereits das Netzwerk erkannt. Es sieht im Moment einfach noch ein bisschen chaotisch aus. Ich werde das wird ziemlich schnell ziemlich viel Sinn machen. Er ist nicht so intelligent, dass er das sozusagen schön darstellt. Aber man sieht schon, wo in welche Richtung es geht. Also das ist jetzt die Controller-Sicht. Und die Controller-Sicht hat das Modell, das er erstellt hat, sieht der Controller jetzt anhand der Daten, die er von jedem einzelnen Switch empfangen hat. Warum weiss jetzt der Controller, dass das 10.0.0.1 zu diesem Switch da zugeordnet ist? Das können wir anschauen. Da Flows, Troubleshoot. Das ist zum Beispiel da der Switch. 0. Das ist 3, da können wir zum Beispiel das 3 anschauen. Wenn wir auf Flows klicken und dann sehen wir da unten eigentlich alle Verbindungen, die der Switch schon mal gesehen hat. Also der hat da mit allen anderen Rechnern hat er da geredet. Und man sieht da auch die Action, die er ausführt, also die Aktion. Wenn wir zurückdenken an OpenFlow-Slide, sehen wir den Flow und dann die Aktion, die er ausführt. Und das wäre sozusagen die Aktion da, oder? Das heisst, die Aktion ist in dem Fall, das an Port Nummer 3 weiterleiten. Und so weiter. Also das heisst, der Switch hat das gelernt und der Controller hat es ihm mitteilt. Und das ist sozusagen die Flow-Table, die man sieht. Und die Flow-Table ist auch sichtbar durch den Controller. Darum sieht der Controller sieht das gesamte Netzwerk. Also es ist nicht nichts. Ich meine, der Controller sieht bereits, hat die globale Sicht über das Netzwerk und weiß, wer mit wem redet. Um das vielleicht noch verdeutlichen. Also ein Beispiel geben.
jetzt hätten wir zum Beispiel eine Applikation, eine Firewall, wo möchte ich eine Policy implementieren. Jetzt machen wir das einmal. Das UI hat da die Möglichkeit, ich kann zum Beispiel da manuell ein Flow-Entry machen. Und ich zum Beispiel jetzt da, ich gebe dem einen Namen. Dann muss ich spezifizieren, auf welchem Switch dass das implementiert wird. Ich mache das auf dem 1, das ist da der oben, der oberste. Und jetzt sieht man, das gibt es mir bereits die Auswahl, also ich tue jetzt noch auf den Input-Port-Match, das heisst auf dem, was das Paket reinkommt. Jetzt sieht man, gibt mir zwei Interfaces, das ist das 1 und das 2, also die zwei. Ich sage jetzt mal, alle Pakete, die von einem auf einem Interface reinkommen, von einem soll er droppen. Also man sieht, auf alle möglichen Felder kann ich da matchen und am Schluss kann ich die Aktion auswählen. Man sieht auch die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Aktionen, Openflow-Aktionen. Zum Beispiel jetzt Drop machen. Dann mache ich Install Flow. Jetzt schauen wir nochmal den Ping all laufen. Was meint ihr? Was passiert jetzt? Was müsste passieren? Also ich habe jetzt da den Link da getrennt. Also einer von diesen beiden. Ich weiß nicht, welches es das 1 und das 2 ist, aber einer von diesen beiden habe ich jetzt sozusagen getrennt. Ich soll den Ping all machen. Ihr seht, dass das 1 redet zum 2, 3 und 4. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel das 1 ist, das 2, 3 und das 4 kann er noch erreichen. Und jetzt beim 4 ist, beim 5 wartet er schon, jetzt probiert er den zu erreichen. Ich habe jetzt oben die Verbindung getrennt. Das heisst, der wird er nicht mehr erreichen. Jetzt geht es so weiter, jetzt probiert er alle durch. Wenn wir ins UI zurückgehen und die Flow wieder rausnehmen, sind gerade wieder zack alle erreichbar. Außer die, die er am Anfang probiert hat. Oder? Und jetzt haben wir den Flow wieder rausgenommen und sind wieder alle erreichbar. Das war einfach ein Beispiel gewesen, wo der Controller jetzt schon den Switch konfiguriert hat. Und jetzt haben wir es manuell gemacht über das UI. Das ist natürlich mehr eigentlich ein Entwicklungstool und auch das Proof-of-Concept-Tool. In Wirklichkeit wären das natürlich APIs oder Scripts oder das Orchestrierungssystem, das das benutzt. Aber man sieht die Möglichkeit, dass ich durch einen Controller kann auf Switches zugreifen kann. Ich möchte gerne noch die OpenVSwitch-Seite kurz zeigen. Und zwar machen wir das. Tun wir unseren Flow nochmal rein. Jetzt haben wir zum Beispiel nochmal 1, haben wir mal das 3, also den dritten Switch. Wo muss ich drücken? Wunderbar. Und zwar haben wir da OpenVSwitch hat vor allem ein CLI-Interface. Vorher haben wir gesehen, das ist leer gewesen. Jetzt sehen wir da Switches, die er konfiguriert hat, ich gehe nicht durch, aber es hat für jeden S1 bis S7 hat es einen Switch und der Switch hat verschiedene Ports, man sieht da. Und jede Bridge ist zum Controller verbunden. Ich kann mir zum Beispiel Flowtable anschauen. Zum Beispiel das S3. Es gibt viele Daten, aber was man sieht, was interessant ist eigentlich, das ist so das da vorne sind eigentlich alles Statistiken. Und da ist eigentlich dann der Filter, ab dem Zeitpunkt ist der Filter, es muss ein IP-Paket sein und die Destination muss 10.007 sein. Dann ist die Aktion, schickt es am Port 3. Das ist die typische Switch-Flow-Tabelle, wie man das kennt. Man lernt das. Wenn man jetzt sieht, das sind alles Output-Actions. Und was wir jetzt machen, jetzt tun wir durch den Controller tun wir da eine eigene Action einfügen. Und zwar machen wir da Airflow. Dann nehmen wir hier das 3 nehmen. Den Input-Port lassen wir offen. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal matchen. WLAN 10. Action. Soll das alles, alle Pakete vom WLAN 10 soll er ins WLAN 20 konvertieren. Jetzt machen wir Install Flow. Jetzt schauen wir es nochmal an. Sehen wir, zu unten unten hat es einen neuen Flow gegeben. Da sehen wir, da, der Filter ist WLAN 10. Die Aktion ist Modify WLAN auf WLAN 20.
können vielleicht mal noch das erste Beispiel machen, das sieht man auch mal noch die Statistikfunktionalität. Ich tue jetzt das Netzwerk noch mal teilen, oder mache es zuerst anders. Es gibt noch, man kann auch Performance messen in dem virtuellen Netzwerk mit iPerf. Es wird sozusagen eine iPerf-Session, das ist ein Bandbreite-Mess-Tool, wird ausgeführt. Jetzt haben wir da 16 Gigabit, das ist nicht unbedingt mega cool, aber das ist auch mein Laptop. Und sozusagen jetzt die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen den Linux-Containern. Jetzt lassen wir nochmal Ping anlaufen, dann sehen wir, dass alles verbunden ist. Jetzt können wir zum Beispiel hier anschauen, Switch 1 Flows, und dann sehen wir da, dass wir sehen da verschiedene Verbindungen, die haben einen tiefen Bytecount, und wir werden einen Flow sehen, da, der letzte. Der hat einen ganz grossen Bytecount, das wäre die iPerf Session. Das heisst, Switchport hat da zum Host 10.008 hat er die iPerf Session gesehen. Jetzt sehen wir da die Flow nochmal rein, um das Netzwerk nochmal in der Mitte zu teilen. Wir könnten dann mal das 2 nehmen. Jetzt sind wir mal das 2 nicht da, sind wir mal da drin, das 2 zum Beispiel. Nochmal das 2, Incoming Port. Jetzt nehmen wir das mal an, das 2. Und wir könnten dann mal den Flow anschauen. 2 sehen, jetzt haben wir die Flow-Tabelle vom Switch 2, da sehen wir da Import 2, Action Drop. Also das ist keine Hexerei, überhaupt nicht. Jetzt sehen wir, dass der Teil ist erreichbar, ein Teil ist es nicht mehr erreichbar. Wenn wir das jetzt im Open Daylight UI anschauen, da den Switch 2 anschauen, auf der zweiten Seite sehen wir dann unsere Drop Rule. Wir sehen hier, dass die schon 196 Bytes zwei Pakete sehen. Also man sieht einerseits auch, welche Rule das entsprechend oft gehittet wird und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Stand vom Open Daylight UI. Was man jetzt vielleicht muss beachten muss, ist, dass das ist einfach ein Aspekt, das ist einfach ein Open Daylight UI, was gibt, wo im Kontext von der Entwicklung mitgestaltet wird, dass man irgendetwas hat zum Testen. Das ist nicht die Vision vom Endprodukt, wie Switches in Zukunft gemanagt werden sollen. Die Idee wäre, dass eigentlich ein Hersteller kommt und ein universelles Management-UI für alle Switches generiert. Das ist nicht unbedingt das Ziel vom Open Daylight-Projekt selber, um das Management-Interface zur Verfügung zu stellen. Es will das Framework zur Verfügung stellen und das möchte ich auch zeigen, was die Möglichkeiten sind. Und ich glaube allein schon, dass wir die globale Sicht über das Netzwerk haben. Weil, ich meine, das sieht jetzt da trivial aus, aber wenn wir das jetzt irgendwo, normal müssen wir jetzt da irgendwie ein Diagramm irgendwo maintainen und schauen, dass da wäre welche Verbindung, ist das nicht so trivial. Und wenn man da einen Fehler findet und auf jeden Switch muss manuell einloggen und schaut, wäre welche Flow-Tabelle und so, ist bereits nicht mehr ganz so einfach. Also allein schon die Information zu einem zentralisierten Ort und die Möglichkeiten haben, auch zum Beispiel das Netzwerk testen, zum Beispiel auf die Schnelle einen gewissen Rechner oder aus dem Netz rauszunehmen. So. All diese Funktionalität ist bereits schon gewaltig in meinen Augen. Ja? Habt ihr noch Fragen zum Demo oder etwas, was ihr gerne möchtet sehen? Etwas, was vielleicht irgendwo nicht ganz klar ist? Ja? Du hast jetzt die Flow-Kontrolle gezeigt. Wir möchten jetzt eine Redirect machen von das Routing? Also, ja. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist ein Redirect, wenn du sagst, ich kann es zeigen. Man muss schon überlegen, dass wir es richtig machen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier beim Switch 3, das wäre der da unten, zum Beispiel das Paket,
aufs 10.0.0.10 kommen, dass die auch an den Port gehen, auf den Rechner zum Beispiel. Das wäre ein Redirect, das du dir vorstellst. Ja, Beispiel da jetzt zwischen zwei Switchen und also da eine Verbindung herstellen? Ja. Gut, das ist nicht möglich. Und der Grund ist, was du könntest machen, du könntest einen Tunnel erstellen. Aber die Verbindung wäre ja entweder wäre ein physisches Kabel. Und Verbindung herstellen macht ja das Programm Mininet. Also das müssten wir im Mininet jetzt machen. Das ist jetzt einfach die Demo, wo das Mininet die Verbindung herstellt. In der Realität wäre es entweder ein physisches Kabel, das du ziehen müsstest, oder einen Tunnel erstellen. Und die Tunnelerstellung wäre dann eigentlich über das Cloud-Orchestrierungssystem. Was man aber machen kann, ist, man kann die Routing-Konfiguration zur Verfügung stellen über das UI. Das Problem ist, das Mininet und OpenVSwitch unterstützt das nicht. Das heisst, ich kann es hier konfigurieren, es hat einfach keinen Effekt, weil mein Switch das nicht kann. Aber Switches, die das können, Cisco-Switches können das zum Beispiel, da kann ich über den Controller zum Beispiel Subnet-Routing verändern oder auch die Default-Gateway oder das Load-Balancing machen und so weiter. Ist noch weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Also, ja. Wenn ich mir jetzt eine Roadmap in Zukunft vorstelle, könnte ich mir vorstellen, das wäre eine Variante von einer Control-Plane, Implementation Control-Plane. Und jetzt, wie sieht es denn eigentlich jetzt mit den Herstellern aus, die eine Data-Plane zur Verfügung stellen? Eine Roadmap eigentlich in Zukunft, gibt, hat man da Vorstellungen? Ja, ja, da gibt's nicht nur Vorstellungen, sondern auch bereits Produkte, die auf dem Markt sind, von eigentlich allen namhaften Herstellern, die an der Open-Flow-Switches haben. Da muss man sagen, ist sicher noch sehr limitiert. Meine nächste Frage, gibt es schon Referenzimplementationen, die auch im Prinzip vom Markt aus sind, von den Universitäten? Ja, es gibt verschiedentlich. Der Großteil ist im Telco-Bereich. Und ich würde sagen, letztes Jahr war das Jahr, gewesen, wo die ersten Konzeptstudien aufgekommen sind. Ich kenne aber keine, die Open Daylight schon involviert haben. Die meisten sind auf Ebene Virtualisierung und OpenStack, wo es einfach um Cloud-Orchestrierung geht. Dass man wirklich SDN umsetzt, komplett kenne ich eigentlich nur den Google-Fall. Und dort kennen wir einfach Details zu wenig, weil es halt eine Google-spezifische Implementierung ist. Wenn man aber anschaut, was passiert auf der Schicht, was notwendig ist, dass wir OpenDLAB umsetzen können, dort ist es bereits so, dass wie gesagt, alle Hersteller mit Ausnahme von Broadcom sind involviert und haben Produkte, die in die Richtung gehen. Das kann zum Beispiel sein, eine nächste Produktlinie Switches, die nicht nur ermöglicht, zum Switching betreiben, sondern wo auch noch virtuelle Maschinen werden hosten, zum Beispiel virtualisierte Firewalls betreiben auf einem Switch. Das heisst, ich kaufe nicht nur eine Switch, sondern gleichzeitig auch noch Kapazität, um virtualisierte Netzwerkfunktionen zu betreiben. Oder zum Beispiel ein IDS oder ein Load Balancer, was auch immer. Und das ist bereits, das sieht man von Cisco, das sieht man von Intel, das sieht man von Brocade. Brocade hat zum Beispiel Vietta gekauft, letztes Jahr, Linux-betriebene Switching-Lösung. Also, man sieht eigentlich, bei fast allen Herstellern geht es in die Richtung. Logischerweise ist das nicht das einzige Pferd, das sie darauf setzen, oder? Aber es geht ganz klar in die Richtung. Ist noch eine weitere Frage? Alle Hunger? Gut, dann danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr weitere Fragen habt, ich bin per Mail erreichbar. Ich gebe gerne ein Kärtchen aus. Wie gesagt, die Mailadresse ist einfach nächste Woche nicht mehr ganz aktuell. Dann würde ich auch meine Privatadresse noch draufschreiben per Notiz für weitere Fragen. Und sonst hat bei Paul weiss man sicher, wie man sich verbinden kann mit mir. Absolut. Gut, danke vielmals.